Herzlich willkommen nach draußen in die Flitschlandschaft von Koali. Wir spielen heute eine Runde Pen and Paper. Hunter the Virgil. Allerdings ganz nach den Buchregeln. Moment, ich zeige kurz das Buch rein, wenn das Bild ein bisschen kleines ist. Wir brauchen zum Pen and Paper Spiel nur einen Zettel, einen Stift und ein paar Würfel auf dem Tisch. Ich hoffe, man kann es hören. Das ist heute mein erster Versuch, ein bisschen was anderes zu machen. Wir streamen live Google Hangouts auf YouTube, heute mal über Skype, über Twitch. Weil wir hier einen schönen Chat haben, den ihr auch eingeblendet seht. Falls das ganz gut funktioniert, würde ich das öfter machen, weil mich kotzt Google Hangouts ein bisschen an. Ja, deswegen jetzt auf diese Art und Weise. Mit mir heute dabei als Spieler der Beru und der Dark Flow, Lokal und Sleep Nose, seines Zeichens alles frisch angeworbene Hunter. Das heißt, sie sind sich des natürlichen Bewusst und sind von ihrer Organisation namens Mother ausgeschickt, um ein Vampirproblem in New York zu beseitigen. Jeder hat so sein eigenes Problemchen mit dem Übernatürlichen. Falls ihr wissen wollt, wie es angefangen hat, schaut doch einfach mal auf meinen YouTube-Kanal, der Koali, auf YouTube. Und da könnt ihr die ersten zwei Folgen von Hunter im Stream im Stream-Archiv eine Playlist mit den ersten von Hunter und noch viel mehr tollen Rollenspiele gelöst, würde der Red jetzt sagen. Also nochmal herzlich willkommen. Ich hoffe, das klappt jetzt alles hier. Meine Spieler sind bereit, ich bin bereit. Schauen wir mal, der Beru hatte sich bereit erklärt, zusammenzufassen, was denn in den letzten Malen so passiert ist. Und das ist für alle, die neu reingucken, vielleicht gar nicht so schlecht, dann können sie es mal austesten, ob sie denn begreifen, die Wahrheit, die wir hier erspielt haben. Was kennst du für Metzgereien immer? Also ich kenne nur Metzgereien, wo es generell sauber ist. Sonst gehe ich da kein zweites Mal hin. Aber gut, alles klar.
Man in Black mäßig aus, ein riesengroßer Raum, wo verschiedenste Dinge passiert sind, so eine Art Lagerhalle, würde ich jetzt mal sagen, wo dann auch Kreaturen rumliefen, die nicht unbedingt menschlich waren. Und wir haben noch auf dem Weg mitgekriegt, wir sollten in ein Hotel fahren und dort eine Gruppe Vampire ausräuchern. Und dann sind wir auch prompt dahin mit einem Taxi, haben uns in einem Zimmer einquartiert von, sag mal deinen Namen nochmal, Johnny Hardcastle, kann es sein? Wilkinson. Johnny Wilkinson, okay, da sei seine Familie untergebracht gewesen, was aber gar nicht sein kann, weil er seine Familie tot gefunden hatte. Wenn ich das noch richtige Erinnerung habe. Fakt ist, wir sind da rein, haben das Zimmer untersucht. Es war augenscheinlich sauber, aber eine nähere Untersuchung mit Blaulicht oder Schwarzlicht oder sowas hat ergeben, dass es in dem Raum vor nicht allzu langer Zeit offensichtlich ein blutrünstiges Verbrechen gab. Also überall alles voller Blut, während sich Konstantin Hardcastle, glaube ich, ins Bett geschmissen hat, in das Blutige, was nicht blutig aussah. Gut, kaum da angekommen, gab es dann, glaube ich, noch zwischendurch die ein oder andere SMS oder WhatsApp von der ein oder anderen Person, die wir nicht so mochten, aufgrund unserer Vorgeschichte. Wir hatten alle seltsame Erlebnisse, bevor wir uns kennengelernt hatten. Dann klopfte es an der Tür, unsere Bestellung sei da. Wir hatten nichts bestellt, haben dann erstmal eine Weile abgewartet, bis diese Person, der uns das gebracht hat, wahrscheinlich so eine Art Kellner-Hotel-Page, und vor der Tür stand dann ein kleines Wägelchen mit so einer Abdeckhaube drauf, einer silbernen, die haben wir dann reingeholt. Und es standen, glaube ich, 4 Flaschen Sekt drauf oder Shampoos. Und nachdem wir dann unserer Neugier dann nachgegeben haben und die Abdeckhaube heruntergenommen haben, sahen wir unser Präsent. 4 Stangen dann Dynamit und ein Zeitzünder, der gerade bei 10 Sekunden stand und runtertickte. Und bei 5 Sekunden hatte sich dann Dave gefangen, schrie dann laut in den Raum, Fenster auf, packte das Ding und in Stile eines Quarterbacks. Ja, 5 Sekunden vor Ende des Spiels in Rückstand liegend, den entscheidenden Touchdown-Pass schmeißend, schmiss Dave dann die Bombe zum Fenster raus, kurz darauf dann auch detonierte, ein riesengroßes Loch in den in die Hotelwand riss, was wir dann später mitgekriegt haben, wohl mehrere Tote und Verletzte. Wir hatten allerdings Glück. Leider gingen die Shampoosflaschen zu Bruch, unter anderem eine unter Konstantin, sodass er sich eine Scharbe zugezogen hatte im Bauchraum. Allerdings war das wahrscheinlich eher ein Kratzer. Nachdem wir uns gefangen hatten, gingen wir dann aus dem Zimmer. Relativ zügig. Dabei hatten Dave und Johnny ihre Utensilien vergessen, ihre Taschen, während John so geistesgegenwärtig war, seine Arzttasche oder was das ist, so in etwa stelle ich es mir vor, mitzunehmen. Und dann verließen wir fluchtartig das Hotel über die Treppe. Zwischendurch gab es noch so circa 10 Detonationen oder ob es jetzt Bomben waren oder einfach nur das Hotel kracht jetzt gerade ineinander, wissen wir nicht. Wir sind dann raus aus dem Hotel, haben uns in Sicherheit gebracht, in Nebengasse, um das ganze Geschehen ein bisschen zu beobachten. Leider war uns dann der Blick verwehrt und wir dachten, es wäre vielleicht nicht schlecht, nochmal nachforschen im Hotel einzuholen. Allerdings oberflächlich, an der Oberfläche ging es nicht, weil Polizeisperren und so weiter, weit war nicht alles abgeräumt. Und so kam Johnny auf die glorreiche Idee, wir könnten ja unterirdisch rüber, das fand dann Dave auch ganz praktisch, während Konstantin sich erstmal gesträubt hat und er auch noch seine Wunde hatte. Die haben wir dann
in bester Rambo-Manier dann ärztlich versorgt, indem wir sie einfach kurz ausgebrannt haben. Zwangskauterisiert. Das war in dem Moment einfach die bestmögliche Variante, die Blutung zu stoppen, die lebensgefährlich war. Und so gingen wir dann runter in die Kanalisation. Dave mit seinem Richtungssinn war klar, ja, da lang, da lang, da lang, dann kommen wir irgendwann mal unter dem Hotel raus und dann finden wir das, was wir suchen. Leider war der unterirdische Kanal aber nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Und ja, irgendwann kamen wir mal an den ersten Punkt, wo wir hinten nach oben gehen können. Und das haben wir versucht, aber irgendwie war der Deckel nicht zu öffnen, entweder abgeschlossen, von innen war aber kein Schloss zu sehen, oder stand was Schweres drauf, oder er war schlichtweg zugeschweißt. Wir wissen es nicht. In diesem Zusammenhang stellten wir dann fest, dass da irgendein Zeichen angebracht war in Form einer Maske, einer stilisierten, ja, venezianischen Maske, was uns aber jetzt noch nicht großartig beunruhigt hätte. Wir gingen dann weiter. In der Zwischenzeit, wir waren jetzt nicht gerade leise, unser Echo war auch immer schön zu hören. Und so kamen wir an den nächsten Ausgang, wo die Treppen abgesägt waren. Aber auch da wieder das, die Maske. Wir hatten dann versucht, dort auch nochmal den Deckel zu öffnen. Es ging nicht. Und es ging dann einfach weiter damit, dass wir die Echos dann zwischendurch mehrstimmig hörten, so dass es uns dann auch mal auffiel, dass irgendwas nicht in Ordnung sein kann, wenn die Echos unterschiedliche Stimmen haben, obwohl der gleiche spricht, oder dann teilweise die Echos mehrstimmig waren. Und dann passierte auch, ich glaube, Johnny und John, oder war es John und Konstantin, dass die Gesichter in der Wand gesehen hatten. Ja, John hat ein Gesicht in der Wand gesehen und Konstantin hat im Handy was gesucht und hat da kurzzeitig ein Gesicht gesehen, war aber dann nachher allerdings wieder nicht mehr da, verschwunden, also sehr, sehr mysteriös. Dann kam eine Kreuzung, wo wir links abgebogen sind. Und dann, nachdem uns die Echos ein bisschen merkwürdig vorkamen, haben wir uns versucht, über Handys zu unterhalten, indem wir in Handys eingetippt haben. Und da war das Merkwürdige, dass das Echo dann immer noch zu hören war, obwohl wir nicht gesprochen haben. Und dann wussten wir, irgendwas ist total im Busch. Wir kamen dann in einen Bereich, wo der Gang nicht mehr so direkt weiterging, sondern so eine Art, ja, Plattform, will ich jetzt nicht sagen, so ein kreisrunder Bereich, ein bisschen größer, wo es dann nach unten ging und nach oben. Da war ein Geländer, das ein bisschen rot angeschmiert war. Wir wissen nicht so genau, was es ist. Der eine oder andere wollte dann noch versuchen, wie das schmeckt. Ich glaube, das haben wir dann aber unterlassen. Und dort kam es dann zur ersten Begegnung, als sich vor uns, beziehungsweise für Dave, das hat er aber erst gar nicht wahrgenommen, weil er noch irgendwie mit Untersuchung beschäftigt war, ein Wesen, sage ich mal, gezeigt hat, auf das dann Konstantin geschossen hat und nochmal jemand. Ja, ihr habt alle darauf geschossen. Ja, ich nicht. Ich weiß, was ich nicht getan habe. Auf jeden Fall, das konnten wir dann in die Flucht schlagen. Und währenddessen wurde dann aus dem Hinterhalt Konstantin angegriffen. Da konnte dann Dave dann, also meine Wenigkeit, dann dagegen angehen, indem ich das Viech angesprungen bin. So konnte dann Johnny wiederum Konstantin ein bisschen wegziehen. Jo, mach mal's kurz. Ihr habt gegen die Monster gekämpft, die unten in der Kanalisation hausten und habt euch mehr schlecht als recht eure Haut erwehren können, ein Wesen töten können und sogar verbrennen oder ab an die Leiche verbrennen können und seid dann von einem Pulk von anderen Wesen aus der Kanalisation herausgejagt worden. Nachdem ich einen Bus bis in die Schulter gekriegt habe, muss man noch dazu sagen. Genau. Also bis. Der gute Konstantin Hardcastle, gespielt von Sleepnose, ist da schwer verletzt schon von der Explosion im Hotel. Und ja, auch der Dave O'Malligan, gespielt von Beru, auch der hat einen Monsterbiss in die Schulter bekommen, ist auch schwer verletzt. Und danke, Beru, für die sehr ausführliche Beschreibung.
Und warum ist jetzt meine Kamera aus? Kann geschehen. So. Welche Kamera? Komische Kamera, ja. Komische Kameras sind komisch. Entschuldigung für die, die jetzt nochmal zugucken. Die Einstellung war ein bisschen, die Audioeinstellung war nicht ganz so gut am Anfang. Deswegen hat man den Anfang von Beros toller Zusammenfassung gar nicht mitbekommen. Aber wir haben es hingekriegt, glaube ich. Inzwischen hört man mich nicht doppelt und auch die anderen. Ja, wir haben geschlossen an der Stelle, wo ihr aus der Kanalisation herausgeklettert wart, jetzt mehr oder weniger verschnaufend irgendwie neben dem Gullideckel zum Liegen, zum Stehen, zum Sitzen gekommen seid. Und ja, was nun? Konstantin und Dave sind verletzt. Langsam machen sich auch, weil sich das Adrenalin etwas abgebaut hat, die Schmerzen bemerkbar. Und der Rest, sichtlich geschockt wahrscheinlich. Immerhin seid ihr gerade von Monstern durch die Kanalisation von New York gejagt worden und nur knapp dem Tode entronnen. Ich hab's euch ja gesagt. Ja. Was zur Hölle war das? Der gute John steht einige Meter entfernt von diesem Bulli, aus dem wir geflohen sind, packt sich mit beiden Händen an die Beine und steht da so ein bisschen zusammengezogen und atmet tief durch, als hätte er den Wettlauf seines Lebens gelaufen. Wir sollten zurückgehen. Zu denen, zur Metzgerei. Scheiße, tut das weh. Hat jemand Nadel und Faden dabei? Wir sollten Dave notschlachten. Was? Auch nichts. Ich bin dafür, wir gehen zurück zur Metzgerei. Die haben da sicher auch sowas wie, ich weiß nicht, irgendein Arzt oder sowas. Also ich ziehe mir mein Hemd aus und presse mir das irgendwie gegen die Wunde. Ich bin für Fahren. Haben wir ein Auto hier? Taxi. Also so wie ihr aussieht, ist das keine gute Idee. Super Sache. Es wäre vielleicht eine gute Idee, wenn da jemand mal anrufen könnte. Ich bin tatsächlich mittlerweile so an meinen Taschen am Fühlen, wo meine Autoschlüssel sind. Und bemerke dann, dass ich noch was in der Tasche habe, was ich ganz vergessen hatte. Nämlich dieses Handy. Und ziehe das Handy raus. Und ich gucke mir das erstmal so ein bisschen genauer an, wie das aussieht. Ist das so ein Klapp-Handy? Ja. Und klappe es auf. Und gucke, ob das Display an ist. Das ist so ein schwarzes Display. Ja, ich guck mal irgendwie so Tastensperre oder so entfernen. Ja, wirst du dann irgendwie nach ein bisschen Gedrödel auch hinkriegen, dass du das Ding zum Laufen kriegst? Unter dezenten Fluchen. Ja, eine Nummer ist eingespeichert. Genau, ich gucke nach eingespeicherten Nummern und würde dann, wenn da nur eine eingespeichert ist, nicht wählen. Ja. Dann kommst du an einen Anrufbeantworter und man fordert dich auf, dein Anliegen zu nennen. Ich halte es hin. Da ist ein Anrufbeantworter dran. Soll ich sagen, wir wollen hier weg? Zwei Personen schwer verletzt aus unserer Gruppe brauchen dringend medizinische Unterstützung. Wir befinden uns, ich gebe die Straße, ungefähre Straße an, wo wir sind, in dieser Gasse. Und macht also das, wie wenn man, ich sag mal, beim Rettungsdienst anruft, beschreibt dann so die Wunden, die ich da gerade so sehe. Alles klar. Ja, während die da so hockt und du mit dem Anrufbeantworter telefonierst, hört ihr mehrere Sirenen auf jeden Fall, manche weiter weg, manche näher dran. In Richtung Straße kann man aus eurer Seitengasse heraus auch öfter mal einen Polizeiwagen oder einen Rettungswagen hin und her fahren sehen. Allgemein scheint irgendwie ein bisschen Trubel zu sein. Hin und wieder kann man vielleicht sogar Gewehrfeuer aus weiter Ferne hören. Irgendwie scheint New York im Aufruhr.
Ja, ich klappe das Handy dann auch wieder zu. Mach aber den Ton bzw. Vibration an, falls das geht. Und würde es mir dann in die Hosentasche stecken, sodass ich das auf jeden Fall mitkriege, wenn das Ding klingelt. Mhm. Und dann sehe ich dann so um. Wir sollten uns eventuell hier irgendwo verstecken, bis Stärkung eintrifft. Ja, und ich würde sagen, einer von uns beiden sollte auch zu dem 24-7 hier irgendwie Erste-Hilfe-Sachen besorgen und vielleicht ein paar saubere Klamotten. Ich guck so an uns lang, wie wir alle durch die Kanalisation gewartet sind. Ich glaube, das ist ein bisschen schwer, da nicht aufzufallen. Also ich glaube, für Konstantin und mich wäre es nicht so gut, wenn dann sollte einer von euch beiden gehen. Ach, dann würde ich sagen, ich gehe freiwillig. Ja, ich besorge uns mal ein paar Klamotten. Hast du vielleicht noch ein paar Dollars in der Tasche? Ja, ich greife zur Brieftasche und würde dir dann so $50 in die Hand drücken. Ja, die würde ich nehmen und auch zu irgendeinem 24-7 oder eine Tanke oder sowas ähnliches suchen. Ja, du gehst auf die Straße raus und nachdem du schon den ersten Schritt auf die Straße herausgesetzt hast, ich meine, ihr seid ja, als ihr hier hingekommen seid, relativ hurtig und überhastet in die Seitengassen eingebogen, habt euch relativ wenig umgesehen. Damals seid ihr von dem Hotel, von der Explosion relativ schnell weggelaufen. Der Straßenzug Richtung Hotel ist relativ krass abgesichert momentan. Also stehen Polizei, Gruppen, Mannschaftswagen, da haben die Straßen abgesperrt. Überall patrouillieren schwer bewaffnete Polizisten mit diesen Riot-Uniformen, sogar schweren Gewehren im Anschlag und versuchen die Menge, die sich an der Straßensperre irgendwie gerade aufhält, inklusive Kamerawagen und sonst irgendwas, von der örtlichen Presse irgendwie versuchen, dem Herr zu werden. Und es scheint ein richtiger Tumult auf der Straße zu sein, zumindest in die eine Richtung, die in Richtung Hotel geht. Das ist das Erste, was du so wahrnimmst, als du aus der Straße heraustrittst. Aber ich bin so gesehen hinter der Absperrung, nicht davor, oder? Du bist nicht im Sperrgebiet. Okay, gut. Gut, dann würde ich halt auf jeden Fall in die andere Richtung gehen. Ich schaue noch einmal in die Runde und frage einfach mal in die Runde, wer jetzt eigentlich gerade polizeilich gesucht wird. Nicht, dass ich wüsste, aber ich würde ihnen nicht begegnen wollen. Ja, nicht gesucht. Nach dem, was ich erlebt habe, ist der Polizei nicht mehr zu trauen. Die stecken mit denen unter einer Decke zumindest mal Teile davon. Okay. Ich versuche dann übrigens auch der Polizei aus dem Weg zu gehen. Die haben geholfen, einen gottverdammten Vampir am Leben zu halten. Also ich traue den Cops nicht mehr. Und der Müllabfuhr auch nicht. Und auch nicht den Penner da hinten in der Ecke. Ja. Warum beleidigst du Dave? Gut, der Johnny geht dann die Straße entlang. Es braucht so ein, zwei Blocks, bis du irgendwie so einen alten Pfandverleih-Shop als erstes entdeckst. Das ist der erste Shop, der dir so. Dann kommt er zu einer großen Fensterfront, wo auf jeden Fall alle möglichen Krams von Gitarren angefangen über Juwelierzeugs bis hin zu Fernsehgeräten ausgestellt ist. Und eins von diesen Geräten ist halt so zum Schaufenster hin angebracht und es läuft auch und es läuft gerade irgendwie so eine Nachrichtensendung und man sieht halt diese typischen amerikanischen Hubschrauberflüge über das Krisengebiet und irgendwie, ja, hier, ich melde mich vom Krisengebiet, ist ganz New York an Aufruhr, große terroristisches Attentat und so weiter. Das ist sowas. Dass du da dran vorbeigehst. Oder willst du sogar rein? Kannst mal gucken. Wolltest du ja noch irgendwie Klamotten haben oder so. Ja, gibt's da Klamotten drin? Ja, ne? Geht rein und so. Ein Pfandverleih, da wird halt alles Mögliche, ne? Ja, dann versuche ich was so für $25 oder so zu kriegen. Ja, okay. Für jeden. Dann gehst du rein und dann betrittst du den Raum, der Besitzer auf jeden Fall schon so, ich wollte gerade schließen, ist es wichtig? Sehen Sie mich an, ich brauche ein paar neue Klamotten. Ähm,
Viel habe ich nicht mehr. Da drüben ist eine Kiste. Suchen sich was aus. Macht 20 ja. Dollar. Ja, ich würde da 20 Dollar auf den Tisch legen und dann mir die Klamotten nehmen und rausgehen. Ja, und der ist dann sehr, sehr eilig darin, auch irgendwie hinter die Tür zuzuschließen und hinter die geht dann so eine Rollrollade runter. Auf von der okay. anderen Seite natürlich besprüht mit Graffiti. Irgendwelche komischen Gangtext und drauf gemalt. Und dann hast du einen okay. Stapel Klamotten zumindest. Super, dann würde ich halt. Zum Police. Würde ich halt beim Rausgehen andersrum. Man kann ja so um den Block rum, andersherum zurückgehen und gucken, ob irgendwo vielleicht noch eine Tanke da ist. Hier in der Nähe ist gerade nicht. Oder irgendwie Getränkeladen oder sowas ähnliches. Das scheint ja eher so ein Wohnblock hier zu sein. Irgendwie so richtiges Zeugs hast du hier nicht in der Nähe. Sonst müsstest du weiter laufen. Also du kannst es natürlich über dein Handy, über das Navi auch irgendwie raussuchen. Aber ja. Ich habe so ein Handy, so ein altes Nokia. Dann mit wirst du es nicht mehr richtig schaffen, da was rauszusuchen. Ja, dann würde ich zurückgehen. Gut. Dann kommt er zurück mit einem Haufen alter, abgeranzter Kapuzenpullis. Ich würde in der Zwischenzeit mal geguckt haben, dass man da sich so ein paar Mülltonnen ein bisschen schutzsuchend geschoben hat, sodass man jetzt nicht gerade so auffällt, gerade mit dem, Quarterback von ihren dabei, sondern sich halt dahinter so ein bisschen verschanzen kann und, vor dem direkten Blick schützen. Sieht vielleicht ein bisschen gekünstelt aus, also dass diese Mülltonnen so ein bisschen offensichtlich weit in die Gasse stehen, aber so in die Richtung hingehen. Wie eine Wagenburg im Wilden Westen. Ja. Sollen sie noch kommen, die Nossi-Indianer? Man hat halt auch gesehen, dass wenn die so ein bisschen quietschen, habe ich mal so kurz angehalten, habe mich flüchtig umgesehen, habe da versucht, das möglichst geräuscharm weiter zu voranzubringen, mein Vorhaben. Und ich gucke dann noch bei einigen schon mal über die Wunden und würde auch anfangen, wenn dann jetzt jemand da irgendwie Dreck oder sowas drin hat, das so vorsichtig abzutupfen, sodass man halt da schon mal eine etwas saubere Wunde hat. Und würde dann mal gucken, ob die Wunde eine Flasche die Wunde vom Konstantin, wenn er dich denn überhaupt da dran lässt, lässt du ihn denn dann an deine Wunde gucken? Ich meine, das letzte Mal, wo du Leute an deine Wunde gelassen hast, haben sie dir die ausgebrannt, ne? Jetzt habe ich eine große Wunde, jetzt will ich auch damit angeben. Ach so. Okay. Ja, das Ganze ist sehr, 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 sehr stark eitrig bei ihm. Und das ist wirklich, wirklich eine schwere Brandverletzung, die ihr ihm dazugefügt habt. Die Wunde am Arm oder an der Schulter vom Dave ist auch nicht zu verachten. Da hat dieses Vieh Dave irgendwie fast fast die Schulter weggerissen. Also das ist auf jeden Fall so ein Bissabdruck, den er jetzt in der Schulter hat. Also nicht nur so ein Abdruck, sondern er hat ihm richtig so ein Stück Fleisch aus der Schulter rausgerissen. Und wenn das nicht schnell versorgt wird, dann mit der Schulter. Ich würde das halt versuchen, etwas abzubinden, damit mit jetzt die Brühe da nicht so rausläuft. Also ich würde mir selber einen Ärmel so ein bisschen abreißen, würde dann den Rest vom Ärmel hochkrempeln, sodass es aussieht, als hätte ich wäre ich kurzärmlich am Rumrennen, würde daraus halt einen Pulk bilden und den dann einschlagen mit weiteren. Okay. Wir sollten den Arm abtrennen, sonst verwandelt er sich. Haben wir ja eventuell irgendwas zum Desinfizieren da. Irgendeiner von euch hatte doch einen Flachmann dabei. Ich glaube, die habt ihr alle schon ausgetrunken. Die waren leer. Das war ja schon beim letzten Mal das Problem, wo wir ja Konstantin die Wunde versorgt haben, dass da kein Alk da war. Die Suffköpfe da, die Eulen. Okay. Ich habe von innen desinfiziert. Das dauert eine ganze Ecke, bis du da ein bisschen so Verbandsbehelfsmaßnahmen ergreifen kannst.
die auch relativ gut funktionieren. Also sowohl Konstantin als auch Dave fühlen sich nach dem ganzen Aktion ein bisschen besser. Es schmerzt immer noch und brennt und suppt und ist eklig, aber zumindest besser als vorher. Und ja, irgendwann fährt vor eure Gasse so ein Taxi vor. Sitzt so ein komischer Rastermann mit so einem Hawaii-Hut, langen Rasterzopfen sitzt drin, kurbelt das Fenster runter. Ja, Taxi! Mein Freund! Ich pflanze mich vorne rein. Willst du uns bringen zu die alte Heimat? Altes Heim. Ich hab hier Auftrag. Jo, bring ich euch ganz gechillt zu die Matzgerei. Warum auch immer. Laber nicht, gib Gas. Wenn alle drin sind, lässt sich das nicht zweimal sagen. Und, ja, versucht die Polizeiabsperrung so gut es geht zu umfahren. Und ihr merkt auch an der Route, die ihr nimmt, dass es ein ziemlich weiter Umweg ist jetzt zwischen der Route, die ihr gefahren seid, als ihr zum Hotel hin seid, und der jetzigen Route. Er muss wirklich an einigen Absperrungen vorbei und Umwege fahren. Ja, der Taxameter rollt nach oben. Oh ja, keine Sorge. Alles bezahlt. Und hält dann irgendwie ein paar Minuten später dann auch vor der Metzgerei. Mein Freund, hast du noch etwas von den schönen Pflanzen aus deinem Land? Ich würde schon mal aussteigen und wollt ihr jetzt alle reinkommen? Erstmal zieht er so eine Augenbraue hoch und sagt dann, sehe ich so aus, als würde ich einen rauchen? Nein, mein Freund, nein. Nicht am Steuer. Nur vor und danach, ne? Ich würde aussteigen. Gar nicht lang warten. Oder rein zur Tür. Ja. Ich versuche noch ein bisschen was abzuschwatzen. Und wenn das nicht klappt, steige ich auch aus. Ja, lässt sich da nichts abschwatzen. Und steigt aus. Ja, das gewohnte Bild der Metzgerei. Und die Bedienung erkennt euch natürlich, winkt euch sofort durch. Und ihr steht wieder in diesem langen Gang, wo ihr ganz am Anfang ja schon mal wart. Ich würde im Vorbeigehen noch eine Wurst schnappen. Okay, ja, nimmst du den Würstchen mit. Sind bestimmt aus Plastik. Ich beiß rein. Ja, schmeckt wie eine Würstchen. Gutes Plastik. Ja. Gesüßtes und mit Wurst immer verziertes. Plastik, ja. So, haben wir jetzt hier den guten Dark Flo verloren. Den Flo verloren. Der Flo ist seine Grafikkarte abgerutzelt. Der wollte gerade nochmal neu starten, oder? Ja, kann gut sein. Dann hoffen wir, dass er gleich wiederkommt. Und in dem Gang seid ihr jetzt wieder drin. Den kennt ihr ja auch schon. Der zieht sich. Schauen wir uns um, ob wir was Neues sehen. Eine Tür ist in der Tat neu. Und ist auch momentan die einzige, die irgendwie so halbwegs auf ist. Die ist euch vorher nie aufgefallen, als ihr durch seid. Dann gehen wir da rein. Wo ich jedenfalls. Der Raum dahinter sieht aus ein bisschen wie so ein Duschraum. Duschraum ist gut. Ja. Ich gehe in den Duschraum. Kaum habt ihr den Raum betreten, geht die Tür hinter euch zu. Und ihr hört eine Stimme aus von Lautsprechern, die ihr nicht entdecken könnt von der Decke. Ausziehen, duschen. Okay. Ja, gut, ausziehen und das Schmerzen. Die Klamotten da vorne in die Luke rein. Das ist so eine Wäscheluke. Ich schmeiß die Klamotten schon hin.
Dann machst du das Ding auf und du siehst, dass da irgendwie so ein Schacht nach unten geht oder und unten auf jeden Fall Feuer brennt. Ich möchte aber erst alle meine restlichen Utensilien aus meinem Schrank rausnehmen. Das ist natürlich. Ja, ich würde halt. Und alles in meinen Hut daneben platzieren, irgendwo zwischen den Duschen. Auf so einer Bank. Ja, man fängt ja an zu duschen. Und während ihr dann da das Wasser so aufdreht, schaltet sich von der Decke auch so ein Rinnsal von Desinfektionsmittel oder so bei euch zu ergießen. Auf jeden Fall ist das werdet ihr von allen laut Seiten von oben, von unten, von rechts, von links mit irgendwelchem Zeug besprüht. Und das Ganze dauert ungefähr so 5 bis 6 Minuten. Und dann hört auch das Wasser auf, der Wassernachschub auf und irgendwie in der Seite geht so eine kleine Luke auf, wo dann so weiße Bademäntel schön gefaltet irgendwie aus einer Luke rausfahren. Also Konstantin springt nur schreiend herum, weil sein Bauch brennt. Ja. Ich fluche rum. Ja, ich werde mir wahrscheinlich erstmal die Ohren zuhalten, während das Teil um die Wette schreit. Ja, mein weißer Bademantel wird wahrscheinlich ziemlich schnell eine blutige Stelle haben an der Schulter. Ja. Aber auch scheißegal. Danach würde ich mir auch den Bademantel anziehen und nach meinem Portemonnaie und Handy greifen und das in die Bademanteltasche lassen. Ich pack auch meine restlichen Sachen, zieh mir den Bademantel über und. So war ich auch. Komm mal wieder raus. Klare Pistole rein. Alles klar. Gut, dann öffnet sich die Tür auch wieder. Natürlich suppt das ganze Zeug, eure Wunden suppen durch den Bademantel durch. Das ist völlig, völlig klar. Und man kann das auch zumindest bei Dave kann man es besser sehen als bei Konstantin, weil Konstantin es am Bauch hat und da kann man es halt ein bisschen verbergen, indem man halt mit den Händen selber den Bademantel nicht so drauf liegen lässt. Na gut, ich habe die Hand die ganze Zeit auf die Schulter gepresst, also halt möglichst die Blutung nicht so. Und geht raus und dann kommt ihr in einen Gang, der halt hochführt und leicht ansteigt. Und dann erkennt ihr die gläserne Tür zu Mothers Hauptquartier, Büro. Ich sag Stopp. Wir sollten dieses Gerät, dieses eigensinnige Gerät nochmal abspielen oder es wenigstens mal benutzen, bevor wir da reingehen. Ich hab Augenbrauen hoch, wie meinen? Was für ein Gerät? Wir hatten doch das Abspielgerät oder was es auch immer war. Was für ein Abspielgerät? Hatten wir nicht ein Abspielgerät? Irgendwas mit Knöpfen, das wir nie benutzt haben, was wir gekriegt haben. Das Handy, was ich eben benutzt habe. War es ein Handy? Ich meine, das war kein Handy. Ihr hattet noch ein anderes Gerät bekommen von Mama. Ach so. Jetzt meinte ich doch auch, dass wir noch ein anderes Gerät hatten. Willkommen zurück, Dark Flu. Ich glaube, das lag in meiner Tasche. Das haben wir im Hotel vergessen. Hey, du hast deine Tasche mitgenommen. Das Gerät hattest du auch auf jeden Fall. Du hast als einzige deine Tasche mitgenommen. Das war stimmt, ich hab als einzige daran gedacht. Na, da war ja was. Dann würde ich meine Doktortasche mal aufklappen. Irgendjemand rauscht. Tag, Flo rauscht wahrscheinlich. So rauscht. Mal kurz muten sonst. Ja, ich versuche mich zu muten, das dauert, das lädt gerade. Sehr schön. Dann würde ich mal meine Arzttasche aufklappen, wo jede Menge Geklüngel drin ist. Unter anderem auch mittlerweile 2 zerbrochene Fiolen Weihwasser. Und ich würde dann so zwischen diesen Scherbenhaufen von leichten Scherben mit so 2 Fingern ganz vorsichtig das Gerät da rausholen, das dann so euch quasi vor die Nase halten, sondern 2 Fingern einfach nur halten. Wahrscheinlich kaputt. Schön. Trieft das. Wir sollten es in eine Schale voll Reis legen. Oder nach einem neuen fragen. Ich habe jetzt keine Schale voll Reis zu haben. Konstantin, nimm jetzt das Ding, du wolltest einen Knopf drücken, dann drück jetzt endlich den scheiß Knopf. Okay, ich drücke drauf. Ja, nichts passiert. Schade.
bin dezent enttäuscht. Man hört kurz ein kleines Pip und dann hört man nichts mehr. Also, dann drücke ich nochmal. Zu den normalen Geräuschen um einen rum. Er macht wieder Pip und dann. Ich drücke zweimal ein. Hintereinander. Pip, pip. Ist lustig, ne? kurz als Zusammenfassung für den Dark Flow, der war ja kurz weg. Ihr wurdet dazu genötigt, euch zu waschen und zu desinfizieren. Eure Klamotten wurden verbrannt und ihr seid jetzt alle schöne weiße Bademäntel gekleidet. Und hat man mich abgefangen? Bitte? Hat man mich abgefangen? Wie abgefangen? Wolltest du weg? Nee, ich war ja unterwegs mit den Klamotten. Nee, ihr seid ja zusammen mit dem Taxi zurückgefahren zum Hauptquartier und da hat man euch genötigt, euch zu desinfizieren. Und eure Klamotten auszuziehen und die wurden verbrannt. So. Vor dem gläsernen Büro von Mother kann man dann die Gute auch schon erkennen. Ziehen wir sie doch mal rein, die Mother. Guten Abend, Frau Mother. Hallo. Hi. Hey. Achso. Ah. Aha. Entschuldigung, ich habe die Meldung nicht erwartet, die ich nehmen muss. Ups. Gut, dass wir dich nicht über was anderes gestört haben. Ja, die vier stehen vor deiner Bürotür, die ja gläsern ist, wie das ganze Büro. Drücken wie wild auf dem komischen Gerät rum, was du ihnen gegeben hast, und trauen sich anscheinend nicht reinzukommen. Was ganz normal ist, ja, weil in deinem Büro ja neben dir auf, vor dem Schreibtisch dieser riesige Werwolf liegt. Ja. Ach, dann sehen wir auch Hugo. Ich glaube, hieß Hector. Der Hugo, kann es sein? Hector. Hector. Ich wollte gerade sagen, ich grinse mir einen ab und versuche nicht, das zu verbergen, während ich mit Hectors Schnauze auf meinem Schoß ihn am Kraulen bin. Und es stehen auch wieder vier Stühle da. Und ich nehme definitiv meine Hand von der Schulter weg und lasse sie meine Bademanteltasche sinken. So, ich setze mich auf einen der Stühle und drücke weiter regelmäßig auf das Gerät. Piep. Ich stelle mich Piep. In die Ecke. Oh Gott. In die Date-Ecke. Ist dort irgendwo ein Drink? Wie beim letzten Mal? Die Ecke besteht immer noch. Das Büro hat sich nicht verändert, bis auf die Tatsache, dass gerade ein Hund, Rolf, irgendetwas auf mich. Ach, wer wollte denn beim letzten Mal mit dem Gassi gehen? Von euch dreien? Ich habe gehört, du wolltest das machen, Vero. Ich glaube, der Werwolf kläfft böse. Ja, kläfft böse. Und also wenn das tatsächlich auch dieses kleine Theke ist, würde ich ungefragt fünf Gläser dann hinstellen. Eine Flasche ansetzen und einfach jedes Glas voll machen, bis diese Flasche leer ist. Bitte noch eins extra von meinem Bauch. Dazu wirst du nicht ganz kommen. Du wirst zwischendurch unterbrochen von einem Hector und einem Wolf, der sich vor dich stellt. Dich böse anknurrt, bis du dich wieder hinsetzt. Dann werde ich mich ganz dezent wieder hinsetzen. Und verrichte da Dinge und immer noch so leichten Schock wird man mit meinem Gesichtszügen ansehen. Ich versuche ihn zu streicheln. Ah,
Ja, ich würde, wie gesagt, wieder dezent in der Ecke stehen, die ganze Sache beobachten, meine Hand wieder auf meine Wunde pressen. Also die Herren, doch los, der Richterfleisch. Verdammte Scheiße, was waren das für Viecher? Die Maske, was ist das? Das weiß ich nicht, ich erwarte Ihren Bericht. Also? Es war eine gottverdammte Falle. Kaum im Hotel war eine Bombe da. Und die war einfach so da? Ist vor Ihnen aufgeploppt? Die wurde geliefert. Mit besten Grüßen von, ich weiß nicht mehr von wem. War das nicht Mr. Wu? Ja, das war dieser verdammte Mr. Wu. Beziehungsweise mein schwarzhaariger Freund. Das interpretiert. Nein, das war mein schwarzhaariger Freund. Der hat uns ja noch ein Video geschickt über WhatsApp. Mit der Frau, mit der Familie von Konstantin. Ah, stimmt, ja. Ich meine Familie. Ein Video? Würden Sie mir dieses einmal zukommen lassen? Ich schmeiß ihr mein Handy zu. WhatsApp. Ja. Würfel mal bitte drauf, das, ich nehme das Handy, lege es auf eine Seite meines Schreibtisches, wo ein Laptop steht, und schließe es an ein USB-Kabel an. Moment, waren auf dem Handy nicht auch die Videos, wo wir gerade in dem Hotel sind und dann mit Schwarzen durch die Gegend laufen? Yep. Ah, perfekt. Das sind auch diverse Nachrichten. Vielleicht könnten Sie ja die Nummer ausfindig machen. Das ist der Typ, der meine Mutter umgebracht hat. Aber das wissen Sie ja sicherlich. Sagen Sie mal, meine Gute, ist es zu viel verlangt, wenn wir uns einen Drink nehmen können? Erst der Bericht. Wir waren danach. Sei es drum, es gab eine Explosion, wir haben überlebt. Danach ging es in die Kanalisation, weil wir weitere Nachforschungen im Hotel einziehen wollten. Und da waren die Typen von der Maske. Irgendwelche potthässliche, stinkende Viecher. Die tauchen auf. Ja, sie waren wie Schatten. Die haben wir die ganze Zeit nicht gesehen. Und auf einmal waren sie da, wie aus dem Nichts. Hässlich. Was haben Sie überhaupt in der Kanalisation angestellt? Wir wollten zurück ins Hotel. Wir haben Ihren Auftrag erfüllt. Nein, das haben wir nicht. Wir wollten Nachforschung einholen. Und nachdem uns der Weg oberirdisch verwehrt war, mussten wir uns halt was anderes einfallen lassen. Außerdem haben wir Ihre Zeichen entdeckt. Überall in der Kanalisation. Oder auch außerhalb. Hände überall in der Kanalisation? Nein. Weiße Maske. Masken. Die scheinen sowas wie Gangabzeichen oder so zu haben, womit sie kommunizieren. Die sind verbrecherisch organisiert, die haben die Polizei gekauft. Glauben Sie uns doch endlich. Oh. Wir haben die Polizei auch gekauft. Es kommt nur darauf an, welche. Gott verdammt, warum kauft jeder die Polizei in diesem Land? Es gibt mehr als eine. Der Menschen korrupt, schwach und gegen. Also Fakt ist, das kommt mir tatsächlich nie unbekannt vor, was Gangzeichen. Also da sind Ihnen noch andere Zeichen bekannt, außer der roten Hand. Die weiße Maske kennen Sie offensichtlich nicht. Die weiße Maske. Ich erwarte eine Skizze dieser Maske. Ist hier bekannt. So. Wenn ich auch ein Foto von dem Zeichen gemacht? Ja, du hattest das auch, glaube ich, auf Vorrat schon an die Organisation geschickt gehabt. Ja, da müsste mittlerweile eigentlich schon eine MMS dort eingetroffen sein. Oder eine WhatsApp. Stimmt, ja, weil da war ja kein Empfang. Und genau, und die sollte senden, sobald Empfang ist. Ja, die sollte dann vor einer halben Stunde oder so gekommen sein erst. Ach gut, WhatsApp schickt es manchmal auch Tage später. Ja, so in etwa. Da spricht jemand aus Erfahrung. Ja, ich habe heute eine Nachricht von vor 2 Tagen gesehen. Ich fasse zusammen, Sie haben im Hotel nichts erledigen können, weil Sie sofort mit einer Bombe
attackiert wurden. Die haben uns offensichtlich erfolgreich. Also wie Sie sehen können, haben wir im Hotel durchaus kriminalisiert und ermittelt. Und ich roll dann bei mir auf dem Handy auf so ein Bild, wo wir da rumlaufen mit Schwarzlicht und so weiter. Und wir haben herausgefunden, dass dort ein Mord stattgefunden hat. Man hat anscheinend auch versucht, diesen Tatort mit dieser Bombe zu reinigen. Mehr als ein Mord. Definitiv richtig. Es war viel Blut. Sehr viel Blut. Nur viel Mord. Es war, und der Rest wurde schon in der Zeit wieder gereinigt. Also, wir hatten nur die Blutreste an den Wänden gefunden, die man mit dem Schwarzlicht sehen konnte. Welche Form nehmen die Blutspuren an? Pfützen, Spritzspuren von Messern oder hindurchgeblasen? Also jetzt ganz oft. Es war massig Blut. Hat eine Kettensäge genommen und fleißig auf jemanden eingeschnitten. Es sah dort so aus, wie es unten in der Schlachterei aussehen sollte, wie es nicht dort aussieht. Als ob die Metzgerei dort ihre Schlachterei vorne. Haben Sie schon mal America's Most Wanted gesehen? So sah es da. Wissen Sie, dieser Raum? Dieser Raum war unter. Nein, tut mir leid, ich habe wichtigere Dinge, mit denen ich mich befasse, als Fernsehsendungen. Ja, aber wie Sie sehen können, ist dieser Raum weiß, obwohl, naja, Schwarzlicht eben. Nun, wir müssen das nehmen, was wir bekommen können. Können wir jetzt vielleicht einen Drink zu uns nehmen? Das war alles ein bisschen viel für uns. Sie können sich an der Karaffe Wasser dort bedienen. Ich gucke sie schräg an. Und schau, nicke einmal darüber zur Bar, wo auch eine Karaffe Wasser steht. Eine Glaskaraffe, in der unten ein paar Steine drin liegen. Ich bleibe sitzen. Mir ist es egal. Es ist ja nicht so, als ob alle Charaktere hier ein Alkoholproblem hätten, ne? Dave trinkt nicht. Die anderen trinken für ihn mit. Ich würde halt die Glaskaraffe nehmen, würde mir mehrere sehr große Gläser raussuchen, würde dann auf diese mehreren sehr großen Gläser das Wasser in die Karaffe kippen und würde das erste Glas auf Ex leer ziehen und dann die anderen angucken, so nach dem Motto, will sonst doch wer was. Ich möchte ein Glas mit Steinchen. Dann schütte ich dann auch noch so ein bisschen, dass halt dieser Reste. Ja, da sind keine Steinchen drin, das sind schon größere, flache Steine. Nein, dann nicht. Nimm das, was du kriegen kannst, Konstantin. Nimm einfach das, was du kannst. Ich wirke Maria dezent enttäuscht und nimmt das Glas. Wir werden Ihnen etwas Erholungszeit zugestehen, bevor Sie wieder zurück an Ihre Arbeit gehen. In dieser Zeit erwarte ich, dass Sie einen vollständigen Bericht schreiben. In der Zwischenzeit könnten Sie uns auch adäquate Waffen besorgen. Oder medizinische Hilfe zukommen lassen. Das hat sie gerade gesagt, wenn du zugehört hättest. Und vielleicht etwas gesagt, Munition? Ruhe. Die Herren wissen hoffentlich, sich zu benehmen, denn ich dulde kein unangemessenes Verhalten. Ist das klar? Ja. Dave beißt sich auf die Lippe. Sehr gut. Ja. Geben Sie mir bitte dieses EMF, bevor Sie es kaputt machen. Was? Ich gucke so M.I.M.S. und versuche da irgendwelche Abkürzungen rauszukriegen. Die Person, die wie wild auf einem Gerät am Rumdrücken ist, die ganze Zeit sollte sich angesprochen und angesehen fühlen. Nein, ich schaue dezent weg. Das ist bestimmt das Handy. Die meint das Handy. Gib ihr das Handy. Ich stehe hinter Konstantin, hol mit meiner rechten Hand aus. Pack ihn auf die Schulter und greif einmal zu. Zum Glück tut nur deine Schulter weh. Ist so eher so mit der anderen Hand, ja? Die ist noch. Und dann diesen Spock-Griff. Ich reiche es widerwillig raus. Ich rücke es widerwillig raus.
Geht doch. Dann gehe ich zurück in meine Ecke. Ich schalte es wieder aus und... Was ist dieses komische Ding? Außer Pieps. Hätten Sie es benutzt, dann hätten Sie herausgefunden, was es tut. Sagen können. Ich glaube, die letzte Viertelstunde wurde es andauernd benutzt. Und nichts ist passiert. Ja. Wissen Sie, wenn Sie einen Geigerzähler die ganze Zeit an- und ausstellen, anstatt ihn einfach das tun zu lassen, was er normalerweise tut, dann bringt Ihnen ein Geigerzähler herzlich wenig. Diese Information wäre beim letzten Mal durchaus wertvoll gewesen. Nun kommt sie etwas spät, aber vielleicht fürs nächste Mal. Ich bitte Dave, das Licht auszumachen. Hm? Ich bitte Dave, das Licht auszumachen. Dave figuriert seine Bitte. Dave weiß auch gar nicht, wo man das Licht ja hier ausmacht. Also, von daher ist keine Licht. Ich habe mich auch von der Ecke. Er guckt ja. Auch nicht mal. Das Büro ist ja mit gläsernen Fassaden ausgestattet und ihr seht in diesem Augenblick, ihr unterhaltet euch die ganze Zeit mit Mother und seht aber, dass jetzt eine Gestalt halt so eine Rampe hochkommt und auf das Büro zu marschiert. Die habt ihr auch schon mal gesehen, das ist so eine Art Kutte trägt er und hat so Schläuche, die ihm irgendwie aus dem Kopf rauskommen und irgendwie in den Rücken reingehen und aus dem Bauch teilweise in die Nase reingeführt sind und so. So sah es so ein bisschen aus wie so ein Cyborg, wie man sich den vorstellen würde. Und dieser Typ kommt mit so einem Tablett gerade. Da sind so Karaffen drauf. Und schleicht langsam so den Weg hoch zum Büro. Wunderschön. Gucke neidisch auf seinen Mantel und biete meinen Trikottausch an. Noch ist er ja nicht. Also, die Herren, die Bombe, die explodiert ist, gibt uns eine etwas andere Perspektive und ihnen ein anderes Ziel. Die Bombe, die Sie abbekommen haben, war nicht die einzige, die explodiert ist. Ja, wir haben diverse Detonationen gehört. Nun, ich denke, es liegt auch in Ihrem Interesse herauszufinden, wer dafür verantwortlich ist. Ja? Mhm. Gut. Und in diesem Augenblick geht die Tür auf, die Gestalt kommt herein und man hört eine synthetisierte, als wenn jemand mit so einem Voice-O-Meter spricht, die Stimme. Mother, das sind die Proben, die Sie verlangt haben. Die Agenten waren wohl wirklich anwesend. Wir konnten sie aus der Kleidung extrahieren. Vielen Dank. Stellen Sie sie, und ich schaue so ein bisschen an den Herren herum, die mir gegenüber sitzen, an einen sicheren Ort dort drüben. Ja, er läuft langsam und bedächtig und stellt sie in einer Ecke des Büros auf so einen kleinen Beistelltisch. Und der Wolf, währenddessen knurrt die ganze Zeit diesen Typen an, dass er dran vorbeigeht. Ja, ich lasse einen Pfeifton ertönen, um ihn irgendwann ruhig zu stellen, was mich nervt. Haben Sie schon begonnen, Analysen laufen zu lassen? Die Analysen laufen, aber sie sind sehr gefährlich. Wir haben zwei Teams verloren. Gut. Das nur an dieser Kleidungsprobe. Die unteren Labors sind nicht mehr begehbar. Und dann seien Sie vorsichtiger und machen Ihren Job. New Yorker Abwässer, gefährlicher als man denkt. Also irgendwie, glaube ich, sie verheimlichen uns etwas und irgendwie möchte ich das wissen, was hier los ist. Irgendwie glaube ich, dass sie es Oh, hat sie dich fertig gemacht.
Das gilt für alle hier. Immerhin sind sie nicht unsterblich. Eins dieser Viecher konnten wir erfolgreich exterminieren, wie sie es wohl ausdrücken würden. Mit einem Kissen. Einem brennenden Kissen. In seinem Bauch. Nachdem ich Platz dafür geschaffen habe. Immerhin. Nun, ich werde alles darüber lesen, aber Kompliment, Sie haben einen von diesen Bastarden getötet. Dann bleiben nur noch ein paar Tausend. Aber ich denke, Sie haben mit uns gespielt. Sie wollten uns nicht töten. Nicht wirklich. Ich habe noch mal eine kleine Frage, abseits davon. Ich habe meine Familie gesehen, auf dem Foto. Ich habe sie auch in einem Hotelzimmer gesehen. Also, sie sollten da wohnen, in dem, wo das ganze Blut war. Wissen Sie was darüber? Nein. Aber wenn Sie mir detaillierte Berichte geben und mich meine Arbeit machen lassen, dann kann ich Ihnen wahrscheinlich irgendwann etwas darüber erzählen. Nun, wie Sie schon mitbekommen haben, haben wir hier gerade viel mit sehr gefährlichen Substanzen zu tun. Diese Substanzen fanden sich auch in den Bomben, denen sie begegnet sind. Hochinfektiös und nun völlig unbekannt. Also Sie sprechen von einer Biowaffe oder was? So etwas Ähnliches. Und wir was haben sind die Symptome? Und wir haben sie auf die Straße geworfen. Infektion. Wir wissen, dass der Stoff nun ja verschiedene Symptome hervorrufen kann. Von psychischer Verwirrung bis hin zum Tod. Zusätzlich ist infiziert. Haben wir bisher herausgefunden, dass er einerseits über Kontakt übertragen wird. Eine meist zähflüssige Masse. Ich denke, sie tritt in verschiedenen Aggregatzuständen auf, aber ist meistens daran zu erkennen, dass sie ein bisschen aussieht wie Teer. Recht. Nein, schwärzlich. Vielleicht können Sie sich es wie Benzin vorstellen. Benzin bis Straßenteer. Aber überall in diese Spektrum, ja? Aber welchen Sinn hat es, das dann in einem Gebäude zu zünden und nicht draußen, wo es wahrscheinlich mehr Leute trifft? Oder die Wasserversorgung einzubringen. Genau, weil letztendlich ist das Gebäude ja in die Luft geflogen. Und oh, Scheiße. Ja, denk doch mal, was passiert. Die sind alle verletzt, die gehen alle in die Krankenhäuser und dann? Ja, das Problem sehe ich jetzt, weil wir sie rausgeschmissen haben. Wäre sie im Gebäude, aber ich verstehe es nicht. Warum war erst das Ziel, ist in dem Gebäude? Weil es ist über einem Krankenhaus schneller verbreitet als alles andere. Überleg doch mal, wie viele Leute kommen hier in New York am Tag ins Krankenhaus? Ja, aber wie werden sie entlassen und wie viele Leute agieren mit Leuten, die in einem Krankenhaus arbeiten oder aus einem Krankenhaus entlassen sind? Das ist schlimmer als alles andere. Und wie tatsächlich sind betroffen bei sowas? Ist die Trinkwasserversorgung ein guter Gedanke und ein sehr richtiger. Hätte wer auch immer diese Bomben gezündet hat, vorgehabt, alle Menschen in New York zu infizieren, dann, ja, würde sich der Stoff wahrscheinlich im Wasser befinden. Vielleicht war es auch erstmal nur ein Test. Koali, ist das Zeug wasserlöslich? Ich würde übrigens auch Sleepnose angucken, wenn das Wort Wasser die ganze Zeit rauskommt. Nee, es ist nicht wasserlöslich. Hm? Es geht unter im Wasser. Aber leider vermischt es sich nicht mit Wasser, da ist leider nun mal eher eine Ölbasis zu sein scheint.
Stimmt oben. Allerdings wäre eine andere Möglichkeit, es einfach zu vaporisieren und in der Luft zu verteilen, da wir festgestellt haben, dass Hitze es leicht flüchtig werden lässt. Damit kann es auch über die Atemwege aufgenommen werden. Deswegen wahrscheinlich das Gebäude. Wegen Feuer. Nun, ich glaube durchaus, dass die Ziele ganz bestimmt gewählt waren. Wir wissen nicht, was es ist, und wir versuchen daran zu forschen. Alles, was wir haben, ist bisher die Proben, die wir... Und wer sagt, dass wir nicht in die Ziele waren übrigens, Entschuldigung, dass ich da interveniere, aber die Ziele sind ganz eindeutig, das weiß Mother auf jeden Fall auch, Hoheitsstätten des örtlichen Vampirklüngels. Aufenthaltsorte und Safe Houses könnte man da dazu. Ich weiß, mir fällt gerade in Elysien, genau, teilweise, ja. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, den Begriff Elysien werde ich nicht kennen. Nee, aber nur das, also ist ja oft dafür, dass du das weißt. Das ist aber auch das, bekannt, dass da Vampire sich rumtreiben. Genau da, wo die sich halt rumtreiben, ist das Ding explodiert. Ist halt die Frage, ob sie uns das jetzt erzählt. Ja gut, aber wenn das so ist, dass es jetzt dort gezündet worden ist, wo Vampire sind. Das war gerade Off-Wissen. Ja, ja gut. Auf das du gerade reagierst. Drum weiß ich nicht, ob du es erzählst oder nicht. Okay, dann sage ich nichts. Ich weiß nicht, ob du uns das erzählst. Also, wir wissen definitiv, dass der Täter es nicht auf die Menschen dieser Stadt abgesehen hat. Auf wen dann? Ich denke, die Sache ist rein übernatürlich. Ja, aber wenn es nicht auf Menschen abgesehen worden ist, auf wen dann? Nun, was haben Sie in dem Hotel gesucht? Vampire. Also Sie meinen, dass jemand die Vampire tötet? Ja, aber warum haben wir dann dieses Tablett bekommen? Warum ausgerechnet wir? Vielleicht. Das werden wir sehen. Nein, überlegen Sie. Auf jeden Fall sind auch Vampire sich nicht einig. Meine Herren, überlegen Sie doch mal. Wir alle sind von der Polizei drei mehr oder minder vor wenigen Tagen wegen diverser Anschuldigungen in Kontakt gekommen. Wollen uns irgendwas anhängen. Wir sollen die Terrorzelle sein für die Terroristen, die uns in der Kanalisation rumlaufen. Von denen mit der blutigen Hand und denen mit der Maske. Das sind... Warum bekämpfen sie solche kriminellen terroristischen Straßengangs mit Amateuren, gute Frau? Warum? Wenn sie Kontrolle über die Polizei haben. Das ist nicht nur eine Nummer zu groß für uns, das ist drei Nummern zu groß für uns. Wir haben keine Beweise dafür, dass das, was mit Ihnen in der Kanalisation passiert ist, in irgendeiner Weise zusammenhängt mit dem Rest der Geschichte. Ziehen Sie keine voreiligen Schlüsse. Gut, Fakt ist, wir haben Zeichen gefunden. Und wenn Sie die Zeichen bisher noch nicht kennen, dann nehmen Sie es zur Kenntnis, dass diese da sind. Und diese Dinger sind gefährlich. Sie sind unsichtbar oder können sich unsichtbar machen. Es gibt viele Dinge in dieser Welt, die wir nicht sehen. Man sollte immer auf der Hut sein. Nun, mein Freund war auch nicht zu sehen. Und der gehört definitiv der anderen Fraktion an. Bin ich überzeugt von. Nun. Ja, aber was ist denn so schlimm, wenn Vampire getötet werden? Der Feind meines Feindes ist doch mein Freund. Zumindest vielleicht eine gewisse Zeit lang. Sollen sie sich doch gegenseitig ausrotten, wie die Gangs in der Bronx. Und was ist mit dem Königssohn, der den Monarchen tötet, um dann an seiner Stadt über das Volk zu herrschen? Können wir nicht einfach ein... Geht's dem Volk dann besser? Leidet es mehr? Können wir nicht einfach einen Bandenkrieg anzetteln und danach einfach alle ausrotten? Das wäre eine gute Idee. Einfach einen Bandenkrieg unter den Viechern auslösen. Wir sind erstmal fein raus und ehe sie sich versehen, schlagen wir zu.
Ich glaube, wir befinden uns mitten in diesem Bandenkrieg. Und wir sollten sicherstellen, dass entweder keiner diesen gewinnt oder die, die uns weniger gefährlich sind. Andere Frage. Gibt es noch mehr von denen? Die rote Hand, die weiße Maske, gibt es noch vielleicht das blaue Glühwürmchen? Wer weiß. Oder das grüne Marsmännchen. Das stimmt, vergessen die sind auf Sie unserer nicht. Seite. Es wäre vergessen Sie nicht die Vielfalt. Hier vor Ihnen liegt ein Werwolf. Sie haben mit Vampiren zu tun gehabt. Es gibt auch Geister. Zombies. Und was nicht alles da draußen. Vielleicht sollten Sie uns mal aufklären, was es alles gibt und wie man dagegen ankommt. Das wäre eine Maßnahme. Wir hätten ja ein bisschen Zeit. Wir geben hier keine Bachelorkurse. Sie werden dazulernen, sie werden ihr Wissen beitragen und man wird Wissen mit ihnen teilen. Leute, die sich noch nicht bewährt haben, sind eine Gefahr, wenn sie zu viel wissen. Ich gebe ihnen das an die Hand, was sie dringend brauchen. Waffen. Vernünftige Waffen. Vernünftige Waffen? Wollen Sie einen Flammenwerfer unter Ihrem Mantel verstecken? Denn eine Pistole, glauben Sie mir, hilft nichts gegen einen Vampir. Und das haben wir festgestellt, dass eine Pistole auch vielleicht gibt es Silberkugeln, geweihtes Zeugs. Ich glaube, Kreuze haben nicht geholfen. Also ein Flammenwerfer wäre zumindest mal ein Anfang. Das wäre eine Maßnahme. Wieso nicht einfach ein paar Heizöllaster nehmen, die Kanalisation vollpumpen, dann hätten wir zumindest mal das Problem mit der weißen Maske gelöst. Und die Stadt vernichtet, ja. Ein Problem mit der Umweltbehörde. Haben Sie übrigens schon mal versucht, mit einem Flammenwerfer durch die Stadt zu rennen, ohne Aufmerksamkeit zu erregen? Ja, in der Kanalisation fällt es nicht sonderlich auf. Also nicht so sehr. Du darfst da gerne wieder runtergehen. Dave, sicher, dass du nicht bei der IAA warst? Kriegst einen bösen Blick. Ich schaue aber jetzt auch interessiert rüber. Immer diese Vorurteile. Nun, ich habe hier ein bisschen Spielzeug für Sie. Ja, wissen Sie, unsere Mittel sind gerade nicht wirklich. Ja. Nun ja, sagen wir, sie sind ausgeschöpft. Ja, irgendwas, was halt ein bisschen hilft. Also? Im Gegensatz zu, ich ziehe meine Pistole raus. Steck sie wieder weg. Nein, ich stehe jetzt auf und gehe ein paar Schritte hinüber in eine Ecke des Raumes, wo ein paar weiße, sind so wie Militärkisten gemacht, nur halt weiß, übereinander stehen. Und öffne eine davon. Da wir schon genug Teams verloren haben, das nennt man übrigens Kollateralschaden, wir wollen davon aber nicht zu viel haben, also habe ich hier ein paar neue Kleider für Sie. Und dabei zieht sie einen Neoprenanzug aus der Kiste. Und wirft ihm dem nächstbesten von euch zu. Oh, es geht doch in die Kanalisation. Nein. Aber wenn wir den Kontakt von Ihnen mit diesem Zeug vermindern können, dann werden wir das tun. Gut, das ist immerhin eine Maßnahme. Tragen Sie das unter Ihrer Kleidung. Das sind keine besonders dicken Anzüge. Sie sollten nicht so auffällig sein. Dass man auf Dauer so angenehm ist und so gut riecht.
Wie kann ich mir das Ding vorstellen? Wie so ein Taucheranzug? So mit Kapuze? Nein, hat keine Kapuze. So ist, also normal. Ist so ein Neoprenanzug, der ist hier. Bis Hals, ja. Okay. Genau, ist aber lang. Also lange Beine, lange Arme. Hm. Weißverschluss, ganz normal am Rücken. Also es sind schon richtige Neoprenanzüge. Prinzip ein Taucheranzug. Ja, aber halt nur ganz normaler Körperanzug. Dazu finden Sie in den Kisten außerdem Atemschutze, die Sie bei Bedarf aufsetzen können. Genauso wie Handschuhe zur Probenentnahme. Wir brauchen eine vernünftige Probe und keine Reste, die wir irgendwo herausgezogen haben. Vorschläge, die wir sammeln sollten? Aus der Karaffe. Vorschläge, wie wir die sammeln sollten? Unbewaffnet? Ganz bestimmt nicht. Ja. Sie greift nach einem Köfferchen, das hinter den Kissen steht. Also zwei davon da. Und stellt es vor dir auf den Tisch. Darf ich? Ja, ich würde halt die Kiste öffnen und reinschauen. Ich komme mal vorne, warf einen Blick über die Schulter. Vier Sätze Waffen in der Kiste. Ein automatisches Gewehr, zwei Pistolen und eine Machete. Her mit dem Gewehr. Machete zu mir. Ich nehm eine Pistole. Mist, ich wollte zwei Pistolen nehmen. Ach, bevor er zugreifen kann, nehme ich die nächste Pistole. Jetzt hat er gar keine. Also ich inklusive jeweils zwei Magazinen für die Waffen. Also aus ich der Machete natürlich. Ich nehme eindeutig die Machete. Das ist mein neuer Spitzname. Wie sieht es eigentlich hier tendenziell mit Munition aus? Ich habe hier noch eine Glock, ich brauche noch ein paar 9mm Kugeln. Die kannst du dir im nächsten Walmart besorgen. Wie du weißt, muss man auch seine Lizenz vorlegen und. Ach, nein, du hast keine. Doch, ich habe schon eine, aber ich möchte nicht unbedingt, dass die Leute meinen Namen lesen. Nein, sie haben genug Zeit, sich hier recht zu besorgen. Außerdem habe ich dann in dieser Kiste noch ein paar unauffällige Kleidungsstücke, die Ihnen passen sollten. Da wir natürlich den Kontakt mit der Substanz geraten sind, vernichtet haben. Sie haben außerdem in diesem zweiten Koffer noch Probenentnahmesätze. Gehen Sie damit vorsichtig um. Und wie funktionieren die? Nun, Sie öffnen sie und entnehmen dann den, den Spatel, nehmen etwas der Probe, stecken den Spatel zurück in das Gefäß und schließen den Deckel. Und vielleicht könnt ihr das ja mal in der Probe üben. Joghurt ist nur andersrum. So ähnlich. Und nun, wenn Sie schon mal eine Stuhlprobe abgegeben haben, dann kennen Sie das Prozedere. Oh Gott. Also jetzt nochmal für mich zum genauen. Also Sie heuern uns Amateure an, um eine Terrororganisation im Untergrund zu jagen und die A, B oder C Waffen einsetzt. Und das, was wir dafür bekommen, ist ein Neoprenanzug und eine Waffe. Habe ich das richtig verstanden? Ich will noch hinzufügen, eine untote Terrororganisation. Was hättest du denn gerne? Das ist die Frage. Ich denke, ein Panzer wäre der Sache nicht dienlich. Nein. Verstehen Sie mich denn nicht falsch? Und dann erzählen Sie uns etwas von, es gibt Vampire
okay, dass es Werwölfe gibt, haben wir gesehen. Dass es Geister gibt, kann ich jetzt schlecht abstreiten. Aber... Oh, sie wüssten es, wenn sie das EMF benutzt hätten. Ja, kann ich das wieder haben? Aber jetzt kommt das Spannende hierbei. Was hilft gegen Vampire? Also in Bram Stokers Dracula steht, in Flocken, in Knoblauch ins Maul stecken und auf einer Wegkreuzung verbrennen. Ich nehme so meine Machete dezent in die Hand und verbrennen ist schon mal eine gute Idee. Ja. Für gewöhnlich wird diese Prozedur helfen. Sie ist allerdings etwas umständlich. Ich denke mal, ohne Kopf wird so ein Vampir auch schlecht überleben können. Oder sehe ich das falsch? Diese Frage weckt in mir ein leichtes Déjà-vu. Erinnerst du dich nicht, wie viele Magazine wir in so ein Viech reingeballert haben? Und da willst du mit deinem Zahnstocher da ankommen? Den Schädel abtrennen. Also Dave, wir wissen, dass du stark bist und vielleicht auch ein bisschen was aushältst. Aber du hast gesehen, was die Viecher mit dir gemacht haben. Und du kannst nur noch einhändig zuschlagen. Spike. Dennoch sind Hiebwaffen die beste Art, mit denen wir ihnen bisher begegnet sind, was Waffengewalt angeht. Wirklich verschwenden sie keine Kugeln für Vampire. Sie müssten damit schon einen Raketenwerfer benutzen, damit Projektilwaffen einen von diesen Kerlen töten. Der Helfershelfer-Roboter, nenne ich ihn jetzt mal, kommt übrigens wieder den Gang hochgeschlurft. Diesmal ohne Tablett. Helfershelfer. Währenddessen schwingt Dave so ein bisschen mit der Machete, um so ein Gefühl für das Ding zu kriegen, wie es sich gewichtmäßig verhält und so. Dave, das kann ins Auge gehen. Ich weiß schon, was ich mache. Wenn du das sagst. Genau wie in der Kanalisation. Also, unser Ziel, wo sollen wir jetzt ansetzen? Ich habe immerhin einen von diesen Dingern getötet. Also, wir. Wenn sowas wie ein Raketenwerfer hilft, könnten wir nicht Dragon Breath Munition verwenden? Oder eine Sprengmunition. Das wäre doch eine Lösung. Wisst ihr, was das Absurde ist? Wir reden hier von Kriegswaffen in New York. Exakt, das ist das Absurde daran, ja. Handgranaten wären ja auch nicht ganz so auffällig. Fällt zumindest mal so lange, dass sie nicht benutzt. Also eine Handgranate, Dave, ist nur so lange auffällig, bis kein Polizeiangestellter fehlt. Wir dürfen nicht noch mehr Aufsehen erregen. Behalten Sie das im Kopf. Dann geht die Tür auf, der Typ kommt rein, beschlurft, verneigt sich ganz kurz, guckt dann Richtung Werwolf, guckt wieder Richtung Mutter. Entschuldigung, dass ich schon wieder störe, aber... Wir haben die Informationen über die Anschlagsorte. Die Polizei, Polizei und Nationalgarde hat die Häuserblocks Gott sei Dank großräumig abgesperrt, sodass niemand mehr neu dazukommt. Ich glaube aber, sie sind überfordert mit der Substanz. Ich habe Bildmaterial mitgebracht, sollte sich auf ihrem Laptop befinden. Natürlich. Besorgen Sie Ausweise für die vier Herren. Jawohl. Sie werden unauffällig dort hineingehen. Und Sie werden bitte nicht halb so fleisch zurückkommen. Das hatten wir schon beim letzten Mal nicht wirklich vor. Aber unsere Freunde hatten etwas dagegen. Ist das das Team, was die Zeichen ignoriert hat? Sie dürfen gehen. Sehr wohl. Dreht sich um und geht. Und lacht wahrscheinlich. Ja. Kann man nicht Dave hier lassen und ihn mitnehmen? Der geht nirgendwo mehr hin. Ich glaube, das ist wenig viel für einen. Aber ich wäre dankbar, wenn ich so langsam sowas wie ein Pflaster oder
kriegen könnte, oder zumindest einen Tacker. Halten Sie sich. Gib ihm einen Tacker, ich will's sehen. Halten Sie sich also von nun an von der Kanalisation fern. Sie wissen, was dort relativ leicht passiert. Zumindest nachts. Ach, tagsüber nicht. Ich hätte ja noch eine Idee. Wenn die sich verhalten wie Gangs. Gangs pflegen ihre Gebiete mit Zeichen abzustecken, sodass andere Gangs wissen, dass sie dort nichts zu suchen haben. Wenn die sich jetzt ähnlich verhalten, dürften ja diverse Zeichen sichtbar sein. Moment, das heißt, es gibt nicht nur die Crips und die Bloods hier in New York, sondern auch die weiße Hand, die rote Hand und die weiße Maske? Ja, und wer weiß, das blaue Glühwürmchen. Vermutlich nicht die rote Hand? Es ist nicht so abwegig, wenn es mehrere von denen gibt, würde es vielleicht nicht schaden, die Augen offen zu halten. Zumindest mal kennen wir zwei Zeichen. Wie viele nicht lebende Terrororganisationen gibt es denn in New York dann? Wenn wir nämlich dann jedes Gangtag nehmen, was wir nicht kennen, und dem so etwas zuschreiben, vielleicht sollten wir mal explizit in deren Revier nach deren Zeichen sehen. Eventuell können wir ja ausmachen, wo wir uns für den kleinen Bombenanschlag revanchieren können. Ich meine, das Ganghaus in die Luft jagen ist ja jetzt auch nicht so eine schlechte Idee. Darum geht es ja, mal ausfindig zu machen, wo dieses Krupp-Zeugs rumfleucht. Wie wäre es mit so einer Art, kenne ich da jetzt nicht sonderlich aus, Software, wo man hinterlegen könnte, da ist ein Zeichen. Zack, da sind welche. Du meinst Google Maps, Dave? Das war so. Wir machen uns eine Karte über Google Maps und markieren da immer Zeichen. Die Sache ist, irgendwie wie mit Pinnnadeln an der Karte an der Wand. Wissen Sie, wenn man ein Walkie-Talkie in der Hand hält, das gut funktioniert, macht es nicht so viel Sinn, ein Dosentelefon zu bauen. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Aufträge. Sie werden Proben besorgen und Sie werden nach Hinweisen suchen. Nach Hinweisen vor Ort. Und glauben Sie mir, nach 200-300 Jahren Lebenszeit ist man klüger, als sein Ganghaus zu markieren. Zumindest nicht so, dass wir in der Lage sind zu entziffern, was es bedeutet. Im Grunde können wir oft nicht unterscheiden, ob das Zeichen eines von einer kleinen Jugendbande ist oder irgendetwas. Ich sag dir auch nicht, dass wir jetzt alles, wo irgendwelche Zeichen sind, markieren sollen, aber zumindest bei die wir kennen, könnte man wenigstens markieren. Wissen ist Macht, das sollten sie wissen. Sonst sind wir machtlos. Wir sowieso Proben besorgen sollten, könnten wir uns doch auch einen von denen aneignen. Also ich meine, wenn wir jetzt mit irgendwelchen Macheten auf jemanden einprügeln, könnte man ihn ja noch, ich nenne es mal, zu einer netten Unterhaltungsrunde hier hinbringen. Fällt dir eh nicht auf in einem Schlachthaus. Glauben Sie, das Einzige, was ich in meinen Käfigen habe, sind Hunde? Ich weiß es nicht. Ich möchte es aber auch ehrlich gesagt nicht wissen. Es ist nicht leicht, aus denen was rauszubekommen. So sehe ich das auch. Und je mehr wir wissen, desto mehr könnten wir halt irgendwann zu irgendeiner Zeit tun. Das ist ein Vorschlag meinerseits. Wir können natürlich auch Proben sammeln gehen und die restliche Sache ignorieren. Weil wenn ich ein Zeichen sehe, wieso soll ich das nicht markieren? Begeben Sie sich nicht in eine Gefahr, die nicht nötig ist. Halten Sie sich fern von der Kanalisation. Ich sagte nicht, dass wir in die Kanalisation gehen sollen, aber die Zeichen waren auch oben auf dem Deckel zu sehen.
Willst du jetzt hier eine Gullideckel in New York umdrehen? Das habe ich nicht gesagt. Aber wenn wir etwas sehen, könnten wir es festhalten. Ja. Wir können auch... Aber hast du diese Biester nicht gesehen? Das sind Schatten. Wie hältst du dich fest? Und diese Zeichen... Naja, wir wissen nicht, wie alle aussehen. Sie könnten gut versteckt sein. Na gut, ich und das sagte sie auch schon. Sie sind nicht erfahren genug, um das zu tun, was Sie gerade vorhaben. Wenn Sie einen davon sehen, töten Sie ihn. Wenn Sie mehrere davon sehen, dann laufen Sie. Ist das klar? Ja, verstanden. Gut. Nun, dann gehe ich davon aus, dass ich Sie entlassen kann, um Ihren Bericht zu verfassen. John, ich glaube, das ist deine Aufgabe. Warum ich? Ich bin auch für John. Du bist der Einzige, der schreiben kann. gut, dann werde ich das machen. Ich werde aber auf euch zurückkommen. Auch Details, die Ihnen nicht wichtig erscheinen, aber in Erinnerung geblieben sind, erwähnen Sie. Jetzt muss ich kurz OT werden. John, du weißt noch dieses eine Ding, das in der Kanalisation schwamm und dann unterging. Das ist unter anderem als Detail gemeint. Off-Topic-Ende. könnte wichtig sein. Okay. Nun, Ihre Ausrüstung wird Ihnen dann ausgehändigt. Sie begeben sich am besten in die Hände des medizinischen Personals. Ich dürfte mittlerweile schon bleicher sein als sonst. Etwas blutleerer. Hm. Nun ja, und trinken Sie viel Wasser. Ja. Sie haben die Wahl, Wasser oder Kochsalzlösung? Bleib bei Wasser. Kochsalz. Dave ist nur für die harten Sachen. Kochsalzlösung. Muss man sich die Mühe des Trinkens nicht mehr machen. Nee, es ist die Geschichte, die bei Blutverlust Kochsalzlösung. Ja. Ja, aber Dave ist... Oder Kokosnusssaft. Also Dave Whisky, das ist sowas wie gut für ihn. Als Tiere. Ein bisschen verdünnt mit Whisky. Dave trinkt nicht. Okay, Stimmt. Aber Sleep Nose geht schon mal der Wasser kurz. Aber im Kopf ist so ein Whisky ja nichts. Ich gebe das Handy zurück. Ja. Und dann werde ich aufstehen. Ich halte noch die Hand hin. Das andere Ding hätten wir auch gerne wieder. Nachdem das haben sie leider kaputt gemacht. Ja. Es hat doch noch gepiepst. Ihnen wird ein neues zugewiesen werden. Eins pro Nase, bitte. Erholen Sie sich gut. Dann würde ich einmal auf meinen hohen Schuhen aus dem Zimmer klackern. Der Wolf passt so nicht durch die Tür. Der wird jetzt zu einem Wolf, der mir hinterher dackelt. Okay. Ja, dann sitzt schon praktisch an Tierchen. Sitzt ihr da eine Weile und dann kommt wieder dieser Mann mit den ganzen Schläuchen und Gerätschaften an seinem Körper in den Raum rein. Wer braucht medizinische Unterstützung? Ich zeige auf Konstantin und heb die Hand. Ich würde aufstehen und erstmal zum Alkohol gehen. Ich mache einfach vorne den Bademantel auf und zeige den Bauch. So.
Genius! Er greift kurz nach hinten unter die Kutte, zieht irgendwas irgendwie aus dem Rucksack oder keine Ahnung, was er da hat. Und zwar zwei überdimensionierte Spritzen. Und geht zuerst auf Dave zu. Ich halte ihm die Schulter hin. Ja, der rammt dir dieses Ding komplett von der Schulter. Ich beiß noch dabei, aber. Und, das nächste, was du siehst, ein Sternchen und du sinkst zu Boden. Die anderen kriegen das ja auch mit. Also einmal so. Pff, und dann. Und fahr dir dicke, große Dave. Wie so eine Marionettenpuppe, die in sich zusammenfällt. Er lässt ihn auch einfach so liegen, dreht sich um und geht mit der zweiten Spritze dann auf Konstantin zu. Kann ich auch einen von diesen Spritzen haben zum Mitnehmen? Ja, du siehst nicht, ob er lächelt oder so, weil er hat so ein Atemschutzding irgendwie um den Kopf rum. Aber dreht dann auf so eine Armlänge vor dir, geht noch einen Schritt nach vorne, holt mit der Spritze aus. Versuch auszuweichen. Ja, dann weiche er aus. Wollen sie jetzt geheilt werden oder nicht? Ja schon, auch mit einer kleineren Spritze. Haben sie sich ihre Wunde mal angesehen? Die Spritze ist extrem dimensioniert im Vergleich zu ihrer Wunde. Ich finde es nicht verhältnismäßig. Da ist die Tür, gehen sie raus. Jetzt wirke ich doch etwas enttäuscht und sprachlos. Spritze oder Tür? Ich gebe Ihnen 5 Sekunden. 5. Kannst du es machen, wenn ich mich umdrehe? 4. 3. Ja, ich halte so die Seite hin und so. Pock. Und auch du klappst in dich zusammen. Die anderen beiden auch Verletzungen. Also ich stehe am Alkohol, ich bediene mich und gucke mir die Proben an. Wo wir schon dabei sind und Sie hier noch Zeit haben, während die anderen beiden heilen, eine kurze Einführung über die Substanz, die Sie zu bergen haben. Wie Sie vielleicht gehört haben, haben wir bis jetzt nur kontaminierte Proben bekommen, keine reinen Proben. Das da, was in dem Gefäß ist, das haben wir aus Ihren Kleidungsstücken extrahiert. Kommen Sie den Dingen nicht zu nah. Ich glaube, das ist schon zu spät. Ich habe die Giraffe in der Hand. Ja, dann siehst du, dass da ist so diese ätherische Flüssigkeit drin, die brodelt so ein bisschen. Okay, erst habe ich ja noch so geschüttelt. Ich halte das jetzt weit weg und stelle es wieder hin und höre ihm zu. Dann geht zu dem Schreibtisch, wo der Laptop von Mother draufsteht, dreht ihn um, drückt eine Taste. Und dann ploppt so ein Bild auf. Ihr erkennt so einen Laborraum, wo so ein Typ angekettet auf so einem Stuhl sitzt. Und ihr erkennt auch den Typen mit den Schläuchen wieder, der sich neben ihn stellt. Und einmal so eine Probenbehälter, der genauso aussieht wie den ihr da in eurem Raum habt, einmal über den drüber gießt. Und ihr seht, dass diese ätherige Flüssigkeit sich so über den drüber stülpt. Und der Typ total anfängt zu schreien, sich um sich zu schlagen, aber ist ja halt gefesselt, also bewegt sich so in seinen Fesseln und bäumt sich dann einmal auf und dann diese ätherige Flüssigkeit wird von so einem kleinen Fleck, breitet sich über den ganzen Körper aus und geht in die Augen, in die Nase, in den Mund, in die Ohren, überall in jede Körperöffnung tritt sie ein und zieht sich dann dieses Schwarz ganz über den Körper irgendwann. Und dann steht er auf. Ja, er steht mitsamt seinem Stuhl auf, zersprengt die Ketten. Und das nächste, was man sieht, ist, dass er auf die Kamera zuläuft. Und dann ein weißes Rauschen. Okay, interessant. Gefährlich, das Zeug. Ja. Das war das passiert, wenn sie Menschen damit mit dem Zeug in Berührung setzen. Naja, das sind gute Superwaffen. Jetzt können Sie sich vorstellen, was innerhalb von New York jetzt los ist. Tja, anscheinend ist Krieg.
Und wir sind mittendrin. Ja, vorher wussten wir, mit wem wir es zu tun haben. Jetzt ist das Ganze nicht mehr so klar. Umso mehr Informationen wir bekommen, desto besser können wir uns darauf vorbereiten, was gegen was wir kämpfen. Wow, ich würde erstmal einen dicken Schluck von dem alkoholischen Getränk nehmen, was da steht, und würde sagen, ach, du Scheiße. Sie sollten davon nicht zu viel trinken. Sie dehydrieren. Was? Ich dehydriere? Bitte, ich hab genug zu mir, Wasser zu mir genommen. Ich dehydriere nicht. Er drückt auf so eine Taste und es ploppt so eine Tabelle auf, wo dann deine Vitalwerte drauf auszulesen sind. Sie dehydrieren. Ja gut, das eine Gläschen mehr oder weniger. Aber jetzt müssen wir mal klar denken. Also, dann sollten was Sie ist das Zeug erst recht nicht anpacken, wenn Sie klar denken wollen. Ach, ich kann klar denken. Machen Sie sich darüber keine Sorgen. Was ist hier mit Konstantin? Er heilt. Er seht nicht. Der ist ohnmächtig. Er heilt. Lassen Sie das nicht. Das ist nicht Ihr Problem. Ihr Problem ist jetzt rauszufinden, was mit den Proben ist. Um ehrlich zu sein, mein Problem ist gerade, dass es mir ziemlich viel hier wird. Und trinkt das Glas erstmal leer. Sie haben keine Wahl. Entweder Sie machen mit, oder Sie gehen raus und sterben. Ja, ich mache ja mit. Gar keine Frage. Ich will nicht sterben. Ich hänge an meinem Leben, aber... Das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Ja. Ich schaue, Alu an. Also John. Ich weiß, Sie fühlen sich nicht vorbereitet auf die ganze Sache und uns wäre es auch lieber, gut ausgebildete Kräfte hinzuschicken, aber die Explosionen haben ein paar unserer Teams vernichtet und wir haben nicht ohne Ende Personal zur Verfügung. Also ich gucke auch sehr erschrocken rein, so nach dem Motto, ich habe da eigentlich gar keine Lust drauf. Also ich meine, ich fühle mich, als ob wir Kanonenfutter sind. Ja, durchaus. Wenn Sie sich an die Anweisungen halten, ist die Chance gering, dass Sie zwischen die Mühlen geraten. Sie sollten sich halt nur an die Anweisungen halten. Gehen Sie rein, holen Sie die Probe, gehen Sie wieder raus. Vermeiden Sie jeglichen übernatürlichen Kontakt. Es fängt schon damit an, dass wir die Probe sammeln müssen. Und damit in Kontakt treten. Irgendjemand aber okay, muss es tun. Sag ja doch. Ich grummel da vor mich hin. Einfach wer soll das sonst machen, die Polizei? Ich würde einfach weiter in mich reinbrummeln und würde denken, warum machst du das nicht und so. Und okay, sagst es aber nicht. Ich grummel's nur so vor mich hin. Unverständnismäßig. Noch Fragen? Alles gut. Ich würde sagen, nehmen Sie mal die Probe mit. Das ist die Probe von Mutter. Sie bleibt hier. Also ich gehe hier weg. Ich habe keine Lust, in der Nähe des Zeugs zu sein. Und ich packe mir Konstantin und ziehe ihn an der Füße weg. Ja, was du jetzt auf jeden Fall sehen kannst, Konstantin hat ja eben auch den Bademantel zur Seite geschlagen und so, ist, dass die Wunde enorm schnell heilt. Also die eiterklaffende Wunde, die du noch am Anfang gekannt hast, hat zumindest jetzt schon Narbengewebe gebildet. Das scheint ziemlich schnell zu funktionieren. Okay, dann schaue ich unglaubwürdig zu John und dann zu diesem Kerl mit der Maske. Er heilt ja wirklich. Habe ich doch gesagt. Wow, ich glaube, ich bin blind durch die Welt gelaufen. Also, es gibt Vampire, es gibt Werwölfe, es gibt heilendes Zeug, es gibt Bio-Sachen. Oh mein Gott. Man kann das Was Zeug, ist mit meiner man Familie? Kann diese Heilungskapseln nicht im ohne Ende anwenden. Die nächste Dosis könnte ihn töten. Kann man damit auch Tote wiederholen? Nein. Zumindest nicht so, wie Sie sich das vorstellen. Zombie Familie. Aber ich arbeite daran. Und ich würde dann auch jetzt wieder an meine Arbeit gehen wollen. Na klar. Ja, ich ziehe weiter, Konstantin, und
Würde halt John ja, angucken. Es dauert noch 15 Minuten oder so, dann wachen die beiden wieder auf und in der Tat innerhalb von diesen insgesamt dann 20, 25 Minuten sind eure Wunden so weit abgeheilt, dass sie nicht mehr schmerzen. Der dicke Biss in der Schulter von Dave ist noch zu sehen. Und er wird das auch sein Leben lang mit sich rumtragen, aber es schmerzt zumindest nicht mehr. Und auch die dicke Wunde am Bauch von Konstantin hat dickes Narbengewebe hinterlassen. Aber sie schmerzt nicht mehr. Und die beiden erwachen wieder und können das halt auch dann feststellen, dass sie geheilt sind. Ich bin total fasziniert drauf. Oh, meine Fresse. Ja, man fühlt sich so ein bisschen, als hätte einen Truck überfahren, so von dem, so gut durchzechte Nacht. Oh, ich hab doch gerade gesoffen. Meine Fresse. Mich so versuchen aufzurichten und dann Richtung Schulter zu gucken. Wow. Ja, die Wunde ist noch da, also den Biss kann man sehen, aber sie ist soweit verheilt, dass es nicht blutet und noch nicht mehr wehtut. Du bewegst die Schulter so ein bisschen, es ist halt so, als ob dir ein Stück von deiner Schulter fehlt, aber das juckt dich irgendwie nicht. Das ist ein bisschen eigenartig, das Gefühl. Was ist passiert? Ich gucke einfach total fasziniert drauf. Wie könnt ihr jetzt schon geheilt sein? Wie geht das? Ich guck dann wieder zum Arzt. Der ist herausgegangen. Also der dann so weggeht. Was habt ihr gemacht? War das das Zeugs? Ja. Und der andere da, unser Clown, guck mal so rüber. Also die Augen gehen auf, ich setze mich auf, bin auch sehr platt, gar nicht zu Späßen aufgelegt, guck dann runter zu meinem Bauch und spiele da erstmal mit dem Finger so an der Wunde rum, an der Ex-Wunde, so. Es fühlt sich rau an, es tut aber nicht mehr weh. Ich sehe fasziniert aus und mache weiter. Wir sollten von diesem Zeugs was mitnehmen. Scheint gut zu sein. Der Arzt sagt, es sei nicht in Raummengen herzustellen. Also, was auch, mitnehmen die zweite Dosis ist tödlich. Ja, das erwähne ich ja nicht. Okay. Das ist doch mir egal, ob es in Raummengen ist. Es ist wirklich. Ja, also du kannst gerne was mitnehmen. Du musst nur nachfragen. Ich glaube nicht, dass dir der Arzt noch was gibt. Ich hab doch gerade schon gefragt, da wollten wir auch nichts geben. Nee, wir waren bewusstlos. Ja, und jetzt? Wie geht's weiter? Proben sammeln? Wie? Wo? Ja, diese wie geht's weiter? In dem Ding steht immer noch auf dem Tisch. Möglichst weit weg davon, alle Johnny. Ja, ich komme gerade auf diese Idee, einfach mal alle in einen Bottich reinzukippen. Aber ich lasse es. Es ist alles in einem Reagenzglas. Es ist nicht viel. Achso, ich dachte, das wäre von jedem so ein so eine kleine Giraffe. Zusammen extrahiert, ja. Wollen wir uns nochmal in Richtung Hotel bewegen und mal gucken, ob wir was finden? Gibt's Anhaltspunkte? Was haben wir als Anhaltspunkte? Die einzigen Anhaltspunkte ist doch das Hotel. Vielleicht sollten wir erstmal die Nachrichten einschalten, um rauszufinden, wo weitere Anschläge waren. Und vielleicht so Verbindung rauszufinden. Ich habe eine Idee, wir könnten uns doch verkleiden. Wer hatte eben der Mutter die sein Handy gegeben? Das war. Müsste John haben. Johns Dave. Handy? Nee. Nee, das war Dave's Handy. Dave's Handy, ne? Er hat's doch geworfen. Also ich hab mein Handy ihr gegeben, genau. Wenn du nochmal drauf guckst, wirst du feststellen, dass dort dass dann eine Karte runtergeladen ist mit den Anschlagsorten. Oh, Mutter hat uns
eine Karte geschickt. Ich würde das mal aufmachen, mal gucken, wo die Orte sind. Bin ja durchaus ortskundig. Da sind insgesamt 5 Bomben explodiert. Ziemlich willkürlich verteilt über die ganze Innenstadt New Yorks. Mhm. Was würdest du jetzt sagen? Hauptsächlich so Orte, wo viele Menschen zusammenkommen, eigentlich Hotels, eine Bar ist dabei, also so ein Nachtclub mehr oder weniger, eine alte Kirche. Ich glaube, der beste Anhaltspunkt, wo wir hingehen könnten, wäre ein Krankenhaus. Denn dort sind jetzt alle Infizierten. Aber die haben das Schleimzeug doch schon aufgenommen und dort werden wir kein Schleimzeug finden. Nein, aber vielleicht finden dann führen uns die Infizierten dorthin. Das ist ansteckend. Willst du dich auch infizieren? Nein. Das ist nur eine Idee von mir. Ja, und wenn wir zum Hotel zurückgehen? Wir könnten irgendwie uns verkleiden, Feuerwehrleute oder irgendwelche Sicherheitsbeamten, die den Ort untersuchen müssen. Während der Diskussion vergehen so ein paar Minütchen und dann kommt der Typ wieder rein und sagte dann ihre Gut. Ausweise und hat so an so Bändchen Ausweise. Steht dann dick und fett Gesundheitsbehörden drauf. Das macht's uns leicht, lieber Dave. Das wäre doch auch nötig. Apropos Gesundheit, ich bräuchte noch was von diesem Zeugs. Das ist nicht ratsam. Für mich. Nicht ratsam? Das hat doch geholfen. Im Moment nicht, aber später vielleicht. Ich sagte ja, für so sie ist es Vorrat nicht ratsam. Ich guckte Richtung Johnny. Sind Sie verletzt? Nein, aber ich würde vielleicht gerne etwas mitnehmen. Das Mitnehmen, zum Mitnehmen sind diese Dinge zu wertvoll. Es könnte kaputt gehen. Ich hätte aber gerne einen Koffer mit einer Art Schaumstoff gepolstert ist, wo man so einzelne Fächer sich rausmachen kann. Den hätte ich gerne. Und dann hätte ich noch gerne diese Koffer und Gibt's denn wenigstens einen kleinen Erste-Hilfe-Koffer? Ich denke, mit sowas können wir sie versorgen, ja. Ja, und dann bitte denselben Koffer in diesen Fliegerkoffer in matt-schwarz hätten wir dann noch als Erste-Hilfe-Ausführung. Das wäre tatsächlich ratsam. Und wir sollten zumindest mal so Schein-Equipment dabei haben. Ja, und dann brauchen wir noch einen Koffer mit Schein-Equipment und wir brauchen noch einen Koffer mit, ich nenne es mal den Neoprenanzügen und Ähnliches. Ja, die Anzüge wenn sie draußen sind, auf jeden Fall tragen unter der Kleidung und nicht einfach einen Koffer bei sich führen. Wir sollten auch generell, wenn wir von der Gesundheitsbehörde kommen, wäre es doch ratsam, Schutzkleidung generell zu tragen, um für unsere Tarnung. Nein, wir ermitteln ja erst einmal. Wenn wir da direkt mit Vollkörperschutzanzügen reingehen, ist das nur eine weitere Panikwelle aus. Dann entkommen vielleicht Leute, die meinen, dass hier etwas herumgeht, dann verschimmern wir alles. Ich würde deswegen, ich nenne es mal undercover da reingehen. Wir bräuchten einen Vorbereitungsraum und wir bräuchten, wie gesagt, 3 Koffer. 4. Wir können Ihnen gerne einen Laborraum hier zur Verfügung stellen, zur Vorbereitung. Das ist ganz ausgezeichnet. Wie gesagt, ich hätte gerne diesen Schaumstoff da drinne, den man selber etwas in Form bringen kann. Ich weiß, was Sie meinen. Ja, genau das. Und dann überlege ich noch so. Und eventuell werden Anzüge und Trenchcoats. Ich hätte auch gern einen dezenten Trenchcoat, weil dieses Ding ist nicht gerade unauffällig. Und ich halt so die Machete auch. Ihr hattet auf normale Kleidung auch auf jeden Fall bekommen. Klar, aber Trenchcoat wäre nicht schlecht. Ja, ich weiß gar nicht, ob
So ein längerer Mantel wird da auf jeden Fall auch bei gewesen sein gegen das Wetter und so. Gut. Als letzte Information in der letzten halben Stunde ist uns etwas zugespielt worden. Und der, wer von Ihnen ist O'Malligan? Ich. Ich glaube, Sie haben eine Nachricht bekommen. Ich kann mir auch schon denken, von wem. Einmal abspielen, bitte. Dreht wieder den Laptop herum. Drückt wieder, man sieht wieder diesen Laborraum mit dem inzwischen wieder gefesselten Typen. Also der Konstantin und Dave sehen den jetzt zum ersten Mal. Und die anderen beiden kennen den inzwischen ja schon. Der ganze Haut ist mit schwarzem, tärigen Schleim überzogen. Und der wütet irgendwie in seinen Fesseln wieder herum. Und dann sieht man, also man kann die Gesichtszüge schon gar nicht mehr richtig erkennen, weil da halt dieser ganze Schleim drüber ist. Und dann bildet sich auf der Stirn des Mannes, oder, ja, bildet sich eine Art Mund aus diesem Schleim und fängt an zu reden. Dies ist eine Nachricht für meinen guten Freund Dave O'Malligan. Guten Tag, mein Freund. Ich habe deine Nachrichten bekommen. Unsere, mein Handy ist nicht mehr ganz das Neueste. Und außerdem, ich kommuniziere lieber auf diese Weise mit dir. Herzliche Grüße von deinem alten Freund. Gefällt dir das, was ich ein kleines Feuerwerk für dich hervorgehoben? Ja, ich weiß. Du hättest Treff drauf gehen sollen, aber du bist ein zäher Hund. Ich kenne dich. Man sieht, wie er die Hand ballt und die Fingernägel sich quasi in den Handball da reinpressen und es anfängt zu bluten. Auf jeden Fall, so meine Nachricht an dich, grüß mir doch die gute alte Mutter mal von mir. Die andere Mutter, ja, du weißt, was ich mit ihr gemacht habe. Und grüße sie und sag ihr, genau das Schicksal wartet auf sie auch. Mehr wollte ich dir eigentlich gar nicht sagen. Ach ja, und hör auf, mir SMS zu schreiben oder WhatsApp-Nachrichten. Wie gesagt, du nervst. Und dann bildet sich der Mund zurück. Ich schaue Dave auf jeden Fall interessiert an. Was war das für ein Kerlchen? Ich denke, das war eine Nachricht von meinem Freund, der auf dem Video zu sehen war mit deiner Familie. Dave, was hat dein verdammter Freund mit seiner Familie zu tun? Und vor allen Dingen, was hat er mit dem Schleim zu tun? Das weiß ich gottverdammt nicht. Ich weiß nur eins. Dieses Ding wird den einen Kopf kürzer machen. Ich mache mit meinem Handy ein Bild von der Machete und schicke es an diese Frau. Nein, Dave, das schickst du nicht. Ja, tue ich nicht. Was hat das alles mit meinem Hund zu tun? Mehr als mit meiner Familie. Mehr als Ding. Ja, und wie gesagt, der Typ mit der Maske guckt so ein bisschen fragend auch den Dave an, so, Sie kennen jemanden, der mit dem Schleim zu tun hat? Kenntnis übertrieben gesagt. Ich gehe davon aus, dass es der Typ ist, der meine Mutter getötet hat, als ich 5 war. Den ich vor kurzem in einer Gasse begegnet bin, der eigentlich tot war. Der Vampir? Ein Vampir, definitiv. Das würde einiges erklären. Ich werde das mal protokollieren und mal untersuchen lassen. Und Fakt ist, er wurde von der Polizei gerettet. Und ich würde ihm die Adresse geben, wo ich diverse Polizei, also wo ich welche gesehen habe, die ihm geholfen haben. Wenn eine Verbindung zwischen dieser Art Vampir und dem Schleim besteht, warum töten Vampire denn Vampire? Da steckt mehr dahinter, als ich dachte. Wieso töten Menschen Menschen? Das ist etwas anderes. Wenn das dahinter steckt, was ich glaube, was dahinter steckt, stecken wir in größeren Schwierigkeiten, als ich dachte. Oder als wir dachten. Umso schneller sollten Sie die Proben besorgen. Ich habe langsam nichts mehr von diesem Zeug. Zum Experimentieren. Wissen wir, wie dieser Schleim auf Vampire wirkt? Ob er auf sie reagiert? Nein. Wir haben leider kein vampirisches Experimentalgefäß hier.
Ich kann Ihnen sagen, dass er auf Werwölfe tödlich wirkt. Gut zu wissen. Ich auf andere Kreaturen auch. Das wäre ja durchaus eine adäquate Waffe. Ich würde sagen, wir sollten. Ich denke, das ist der Sinn der Sache. Menschen werden davon, Menschen werden davon verrückt und wenn sie längere Zeit in Berührung damit kommen, werden sie von diesem Schleimzeugs übernommen und zu einer Art Zombie-Dingen mit unglaublichen Kräften. Unglaubliche Kräfte, sagst du? Ja, das war schon in der Haben Sie doch gesehen in dem Video, was ich Ihnen gezeigt habe. Ich würde sagen, wir sollten hier keine Zeit verschwenden, weiter über das Offensichtliche zu unterhalten, sondern eher uns bereit machen, weil umso länger wir warten, desto wahrscheinlicher wird es sein, dass wir dann auf diese Zombie-Dinger treffen. Und ich bin wirklich nicht... ich denke, sie werden auf jeden Fall auf welche von diesen Dingern treffen, wenn sie zum Ground Zero runtergehen. Von daher... Ja, aber ich bin nicht bewusst darauf, auf noch mehr zu treffen, als es jetzt schon sind. Okay, wir sollten zurück zum Weg zu gehen, aber lassen Sie sich gesagt sein, die Dinger sind relativ einfach zu töten. Ja, trotzdem. Eine Menge ist halt eine Menge und eine Pistole und ein Sturmgewehr und alle anderen Waffen außer die Machete haben nur eine begrenzte Anzahl an Möglichkeiten. Ich würde meine Glock rausholen, einmal den Schlitten nach hinten ziehen. Keine Sorge, vollautomatisch. Die freut sich. Wie gesagt, vermeiden Sie sämtlichen Kontakt, holen Sie schnell die Proben und kommen Sie wieder. Nun, Fakt ist, wir sollten das tun, was John sagt. Je schneller wir sind, desto bessere und reinere Proben ich bekomme, desto bessere Analysen kann ich durchführen und dann wissen wir, womit wir es zu tun haben und können Gegenmittel ergreifen. Wenn sich dieses Ding in New York ausbreitet, dann war's das. Ich würde mal auf meine Karte gucken, die ich gekriegt habe. Welches ist der nächste Punkt von uns aus gesehen jetzt? Von euch aus gesehen natürlich das Hotel, wo ihr schon wart. Gibt es Informationen darüber, wie sehr das Hotel zerstört ist? Nun, die Frontfassade ist eingebrochen und das, nach offiziellen Angaben ist das Gebäude einsturzgefährdet. Aber es wäre noch einigermaßen stabil, dass man sich hineinbewegen könnte. Wenn Sie schnell sind und aufpassen. Oder wie sieht es mit den anderen Gebäuden aus? Ist es dort ähnlich schlecht oder sind die vielleicht besser begehbar? Das Gebiet ist mit 5 Blocks Entfernung abgesperrt. Von daher sollten Sie auch in andere Gebäude relativ einfach reinkommen. Ich würde es ich würde es vorziehen, wenn Sie eine möglichst reine Probe holen. Das heißt von wirklich aus dem Hotel. Ich habe es im letzten Teil nicht verstanden, weil du gerauscht hast. Wir sollten eine möglichst reine Probe besorgen und nicht irgendwelchen Abfall aus den anderen Häusern. Also am besten zum Hotel. Das würde ich vorziehen. Hotel? Tatsächlich? Wir können auch zu irgendeiner anderen Explosionsstelle gehen. Hauptsache, sie gehen irgendwo möglichst nah an die ursprüngliche Quelle heran. Dann suchen wir mal beim Hotel. Na gut, die ursprüngliche Quelle war nicht weit weg von unserem Zimmer. Direkt vor unserem Zimmer ist so ein Ding explodiert, falls ihr euch dran erinnert. Umso eigenartiger, dass sie überlebt haben. Nun, vielleicht hatten wir einfach nur Glück. Beziehungsweise waren nicht ganz so unvorbereitet als die restlichen Gäste. Wir konnten uns zumindest mal noch ein wenig in Deckung bringen. Wir haben ein paar Agenten in den Krankenhäusern postiert und passen auf, dass die Substanz nicht dort weiter ausbreitet. Von daher kann ich sie da schon mal beruhigen und dann guckt er Richtung John. Gut, dann sollten wir uns jetzt für den Einsatz bereit machen. Ich gucke unseren schlauchigen Kollegen nochmal an. Ja. Hau ihn so ein bisschen an. Ich brauche einmal einen Geigerzähler. Als du ihn an den Mantel berührst, merkst du, dass der Arm, wo du ihn gerade angestoßen hast, sehr, sehr, sehr fest ist für einen Arm. Also wolltest einmal so, hey Kumpel, und dann ist so ein bisschen, als hättest du vor eine Stahlwand geschlagen. Klong. So Klong, genau. Ich halte mir den Ellbogen, gucke etwas verwirrt, frage trotzdem nach 3 Kabelbindern.
dem Geigerzähler und... Einen Geigerzähler wollen wir haben. Und den Zähler von gerade, das EMS, EMP, was auch immer. Das ist defekt. Genau. Das Piepsgerät. Ja, ja, sie hat doch gesagt, wir kriegen ein neues. Ich muss es erst reparieren. Das wird was dauern. Neues ist nicht reparieren, das wäre gebraucht. Sie sagte, wir kriegen ein neues. Nicht ohne Ende Geräte. Ich will ja auch nicht ohne Ende, ich will nur ein zweites. Ein neues. Bis ich ein neues gebaut habe, habe ich eher das alte repariert. Andere Frage. Da unsere Chefin ja etwas wortkarg ist, was ist das beste Mittel gegen Vampire? Kopf. Effektiv. Flammen, kurz. Kopf. Sonnenlicht. Ab. Und wenn es kein Sonnenlicht gibt? Dann haben sie ein Problem. Weglaufen. Ein gut probates Mittel. Hast du Sonne- und Schaumtaschenlampe? Sehen Sie einen Vampir zu viert, machen Sie ihn nieder. Sehen Sie mehrere, zwei oder mehr, laufen Sie. Ich hätte gerne eine Bestellung. Jeweils zwei Dosen Haarspray und jeweils ein Sturmfeuerzeug, bitteschön. Ach, das können Sie sich doch in jedem normalen Supermarkt selber kaufen. Hier wird es vielleicht einfach schneller gehen. Das glaube ich kaum. Sie überschätzen unsere Möglichkeiten. Wir haben einen Einkauf. Ich weiß, diese Einrichtung hier wirkt so, als würden wir ohne Ende Ressourcen verfügen. Aber seien Sie versichert, auch wir können nicht aus den Vollen schöpfen. Gerade jetzt in dieser Situation nicht. Ja, nun gut, sonst dann. Sonst würden wir nicht darauf zurückgreifen müssen, Sie zu schicken. Das habe ich jetzt auch verstanden. Ich würde auch lieber ein Wissenschaftlerteam schicken, aber ich brauche sie alle im Labor. Und um ehrlich zu sein, Sie haben das Video gesehen, eigentlich hatte ich Sie dafür vorgesehen. Aber die Mutter hat mich überzeugt, Sie rauszuschicken. Du scheinst so ein hartes Kerlchen zu sein, willst du wirklich nicht mitkommen? Also ich wäre dafür, dass wir uns jetzt nochmal allein trinken, ganz in Ruhe, dass wir ein bisschen runterkommen und dann gehen wir los. Ich glaube, es wäre besser, dass du mal auf dieses Zeugs da verzichtest. Dieses Zeug ist das Einzige, was mich noch bei Verstand hält. Ich bin auch für Trinken. Und nein, das ist keins der Symptome. Guck den Arzt an und zeige mit dem Finger auf ihn. Es wird schlecht zu unterscheiden sein, ob Sie halluzinieren, weil Sie einen Alkoholrausch haben oder ob Sie halluzinieren, weil Sie mit der Substanz in Berührung gekommen sind. Von daher so viel sollten Sie auf Alkohol verzichten. Ich rolle die Augen und gieße mir und Konstantin einen ein. Ein Doppelten, bitte. Mache ich und gebe ihn. Nun, wir sollten hier jetzt nicht lange Zeit noch verweilen. Lassen wir unseren glatzköpfigen Freund uns noch jeweils ein Lunchpaket packen. Ich glaube, wir sollten zwischendurch mal noch eine Kleinigkeit essen. Oder übersteigt es die Ressourcen? Habt ihr eine Betriebskantine? Ich kann Ihnen gerne etwas zu essen und zu trinken kommen lassen. Cool. Es reicht, wenn Sie vier Lunchpakete zubereiten lassen. Und ich tue mein Bestes, den Geigerzähler zu reparieren, bevor Sie loslegen. Wie lange brauchen Sie? Das kommt mit darauf an, wie lange Sie mir noch blöde Fragen in den Bauch fragen. Ja, los. Wir sind in 10 Minuten bei Ihnen. Ich mach's in 5. Na, okay, er schluft raus. Dann kann es auch in 2. Ah. Ja. Einmal den anderen Knopf drücken, geht wieder. Okay. Ich würde dann an dieser Stelle die heutige Session dann abbrechen und dann können wir beim nächsten Mal gucken, wie ihr denn euren Einsatz gestaltet. Könnt euch ja inzwischen dann Gedanken machen, was ihr alles mitnehmt, wie ihr vorgehen wollt und so weiter. Wir müssen definitiv noch shoppen gehen. Wir brauchen Haarspray. Tonnen an Haarspray. Ja, das könnt ihr am Anfang der nächsten Session dann ja irgendwie alles mal ein bisschen auflisten, was ihr alles kaufen wollt. Genau. Und dann gucken wir mal, was ihr euch leisten könnt und was nicht. Und was ihr auf die Schnelle besorgen könnt. Und ja, dieses Mal ein bisschen weniger Action in der Folge, dafür ein bisschen Aufklärung, Hintergrund und vor allen Dingen einen konkreten Auftrag. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Mir schon. Und hoffe auch den Zusehern hat es ein bisschen Spaß gemacht. Die Technik hat soweit ganz gut funktioniert.
Dankeschön. Wenn ihr noch was zu sagen habt, dann raus damit. War heute wieder sehr cool. Daumen hoch. Ich sag nur Haarspray. Beim nächsten Mal wird Haarspray gekauft. Ja, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaut doch mal in Nerdpol. www.nerdpolforum.de. Da wird dann angekündigt, wann die nächste Hunter-Runde steigt. Ansonsten einfach mal die Augen offen halten, auch auf YouTube. Da wird dann auch wahrscheinlich dieses Video unter der Koali hochgeladen. Sonst danke fürs Zusehen. Bis später mal. Habt Spaß.